Die Elite hat sich bereits versammelt, und zwar Lichtfunzel, der gute Saterius, Astinos und natürlich der MVP des Tages, ganz neu dabei, der gute MVP Hagi. Schön, dass ihr alle da seid. Und wir starten hier heute ein letztes Mal, vorerst vielleicht, hier beim Imperium ein. Und hier ist wirklich eine ganze Menge passiert. Warum heute das letzte Mal? Weil es morgen weitergeht mit Belacor. Morgen kommt Update 2.1 heraus und dann wollen wir uns mal anschauen, wie Belacor sich so spielen lässt nach den neuen Änderungen, die vor allem ihn betreffen werden. Wir sehen zum Beispiel Konföderation bei den Kriegern des Chaos, jedenfalls bei Belacor und bei Aekaon. Und es wird einige Änderungen geben bei der Startposition und dem Startverhalten von Belacor. Und Naka Caroline ist auch mit dabei. Schön, dass du dich hier bei uns einreißt, denn wir halten hier zusammen. Wir stehen für das Imperium ein und da brauchen wir definitiv Unterstützung. Schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Wir gehen natürlich bei Lichtus der Funzlige ein bisschen in Richtung Feuerball rein, denn wir wollen ja unseren Feinden einheizen. Genauso wie hier Festus uns eingeheizt hat letztes Mal. Wir gehen jetzt natürlich in ganz, ganz schnellen Schritten Richtung Altdorf. Ich würde aber nicht in die Marstellung gehen, denn für den Fall, dass er uns einholen könnte... Wartet. Für den Fall, dass er uns einholen könnte, wäre halt das große Problem, dass wir dann nicht mehr fliehen könnten. Aber schaut euch das mal an. Lichtus wird sterben, wenn er jetzt hier in der Armee bleibt. Deswegen werden wir Lichtus auf jeden Fall mal rausschicken. Und dann kann Karl Franz sich eigenständig auf den Weg machen. Denn seine Armee wird bestehen bleiben und Lichtus kann eigenständig jetzt erstmal hier wegrennen. Und sollte Karl Franz wieder in Altdorf sein, dann kann er sich hier erholen und Lichtus dann auch entsprechend in der Armee. Ein bisschen gecheased an der Stelle, aber wir wollen ja nicht hier unseren treuen Herrscher entsprechend, ja, über die Klippe springen lassen. Schön. Also Imperator Karl Franz wird jetzt hier den Rücktritt anziehen. Hier haben wir das große Problem. Kasrek der Einäugige ist in unseren Landen und er plündert. 679 kostet uns das jede Runde. Das ist richtig heftig. Hat hier aber eine richtig starke Armee, eine 19 Armee. Naja, so stark ist sie nicht, aber sie ist groß. Sie ist richtig groß mit starken Einheiten, aber auch sehr viele Ungor-Plünderer. Wir haben aber keine Kavallerie, um das großartig zu kontern. Deswegen müssen wir mal so ein bisschen drauf achten, was wir jetzt machen an dieser Stelle. Ich würde erst einmal Sigmas Schutz für Niffern Marvingen geben. Denn hier werden wir sicherlich eine ganze Menge Geschosse für uns bekommen. Und da haben wir ein bisschen Geschossresistenz für ihn. Was wir machen könnten, ist ja irgendwie hier nach Übersreik reingehen. Zumindest Übersreik beschützen und dann so langsam Richtung Eilhard rüberwandern und hier noch ein bisschen die Armee ausstaffieren. Das wäre richtig wichtig. Und Lichtfunzel sagt, dem Tod von der Schippe gesprungen. Ja, das bist du. Das bist du in der Tat. So, haben wir hier ein bisschen was Kavalleriemäßiges für die Tiermenschen. Wir hätten sogar auch Artillerie tatsächlich. Was hat denn der Feind hier an dieser Stelle? Wir schauen uns das mal genau an. Also Kasrek der Einäugige hat hier an dieser Stelle sich selbst. Da wären natürlich Kanonen ganz interessant, gerade weil er auf seinem Streitwagen ist. Aber ja, auch für die Zentigore könnte sich eine Kanone durchaus lohnen. Für die Ungor-Plünderer lohnt sich halt wirklich Infanterieartillerie eher weniger. Also ich glaube, das lohnt sich hier an dieser Stelle noch nicht, wenn wir sagen, wir wollen erstmal die Tiermenschen angreifen. Das heißt, wir gehen hier rein und rekrutieren ein wenig Ritter des Imperiums. Ja, könnte man überlegen. Oder vielleicht sogar Schützenreiter. Ich würde hier, glaube ich, mal auf Ritter des Imperiums gehen, damit wir die ganzen ekelhaften Fernkämpfer hier, die Ungor-Plünderer, im Schach halten können, in den Plänkler-Modus reingehen können. Und dann wird das an der Stelle gut laufen. Und Krak Jorgensen ist auch da. Schönen Abend.
Schön, dass ihr alle da seid. Die Elite des Imperiums, sie steht beisammen, um hier die großen Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Hier auch in Kemperbad natürlich die große Bedrohung von Hans Allenstag, wer kennt ihn nicht? Und hier wird Kemperbad wahrscheinlich sogar fallen, denke ich mal. Weil ich jetzt an dieser Stelle keinen Kommandanten hier aufstellen möchte. Wir müssen erstmal die Armee von Imperator Karl Franz wieder fixen. Das sollte uns hier erstmal wichtiger sein. Der Außenposten ist uns komplett unwichtig und wir schauen mal rein, was wir hier erleben werden, wenn ich eine Runde weitergehe. Habe ich irgendwas vergessen? In Altdorf können wir noch was bauen. Ja, nichts Wichtiges. Wir gehen eine Runde weiter. Wie gesagt, morgen um 20 Uhr, Update 2.1. Belacor wird von Albion aus starten und seine dämonische Korruption in alle fernen Länder bringen, denn er will ganz weit und hoch hinaus. Er will Zwiespalt zwischen die Götter bringen. Er möchte ein Ungleichgewicht herstellen, um selbst vielleicht irgendwann dort oben anzukommen und eventuell sogar der mächtigste aller Götter zu werden. Das ist aber ein weiter Weg und wir schauen uns erstmal an, wie sich der neue Staat mit Belacor anfühlen wird. Krak Jorgensen sagt, die Elite des Imperiums, was ich gerade nicht mit dem Beastman überrollt habe. Nee, ich doch nicht. Sartorius sagt, wenn Kemperbad nicht gerade am Revoltieren ist, leidet die Stadt unter Krankheiten. Da ist auch Niro. Ja, ich hoffe ja, dass frische Gesichter hier ein wenig mehr Ruhe reinbringen können. Wir haben hier MVP Hagi gehabt, wir haben Naka Karolin dabei, wir haben neue Gesichter, die vielleicht das Böse abwehren können. Ich hoffe es sehr. Und das Böse zeigt sich hier tatsächlich unter dem Blicke Morsleeps, unter dem Blicke des Mondes. Unsere Krieger dringen tief in feindliches Land ein, doch es ist nicht alles gut. Es zeigen sich dunkle Omen, als sähe der Schatten eines gehörnten Gottes aus dem bösen Mond heraus zu. Morsleeps Blick hält die Armee. Wir könnten ein bisschen Geld ausgeben für Kriegseifer, das machen wir natürlich nicht, weil wir haben nicht viel Geld gerade. Deswegen werden wir Morsleeps Zorn riskieren. Das ist schon okay. Wir haben wieder eine ganze Menge Seuchen, ich frage euch nicht, was da los gewesen ist. Und Gottrek und Felix kehren zurück. Bereit, Menschling, sagt Gottrek. Ich umschloss den Knauf meiner Waffe fester und fühlte, wie die Muskeln in meinem Unterarm so steif wie Stahlseile wurden. So breit, wie ich nur sein kann, erwiderte ich. Aus der Kehle des Slayers erklang ein wildes Gelächter, als er vorstürmte und sofort den Schädel eines Tiermenschen wie eine Melone spaltete. Das können wir gerade sehr gut gebrauchen. Mir näherte sich ein anderes Biest mit einem Säbel, das zwar äußerst stark, aber mindestens ebenso ungeschickt war. Innerhalb von Sekunden hatte ich mich schon unter einem ungetümen Schlag hinweggeduckt und den Bauch des Unmenschen mit meiner Waffe durchstoßen. Seine Gedärme ergossen sich über seine Hände, als er zu einem morbiden Haufen zusammensackte. Gottrek war in ein Duell mit dem Anführer der Großherde verwickelt. Das muskelbepackte Biest mit dem Ziegenkopf war ein furchteinflößender Anblick, wie es so gewaltig und einäugig vor ihm stand. Es holte weit aus und schlug mit seiner mit getrocknetem Blut bedeckten Keule nach unten, doch Gottrek machte einen Satz zurück. Er fing den Kopf der primitiven Waffe mit der Krümmung seiner Axtklinge. Dann ein heftiger Ruck und schon war die Bestie mit dem einen Auge entwaffnet. Er schlitzte die Beine der Kreatur auf und durchtrennte ihre Sehnen. Der Boden bebte, als sie aufschlug. Das Antlitz des Zwerges zeigte einen kalten, erbarmungslosen Zorn, als seine uralte Axt gleich der eines Henkers herabfuhr. Der Slayer spuckte auf die enthauptete Leiche und schüttelte angewidert mit dem Kopf. Zu einfach. Aus meinen Reisen mit Gottrek und Felix. Das sind tatsächlich die Bücher, die es tatsächlich gibt über die beiden. Ich habe sie selber noch nicht gelesen, aber das hier ist tatsächlich der Autor. Müsste er sein. Felix Jäger, Altdorfer Presse. Ich glaube, Felix Jäger ist tatsächlich der Autor. Vielleicht kann mich da nochmal jemand korrigieren, aber diese Bücher sind bestimmt richtig cool. Ich habe nur Gutes darüber gehört. Und ja, hier haben wir auch noch den Effekt wegen Morsleep.
Minus 20 Wachstum und minus 3 Kontrolle, nicht schön, aber wir haben sowieso gerade an allen Ecken und Enden zu kämpfen. Da kommt es auf die bisschen Kontroll-Mali. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Lichtfunze sagt, bin gespannt, dich morgen als Belakor zu sehen. Hoffentlich wirst du der nächste und wahre Chaosgott. Das will ich hören. Und Belias sagt, guten Abend und ein Hoch auf unseren Imperator. Ein Hoch auf Karl Franz, der jetzt nach Altdorf gehen wird und ein wenig Urlaub machen. Ich meine, er hat hier so heroische Reisen hinter sich, dort oben bei Festus. Und wir haben ja wirklich Großes geleistet dort. Wir wissen noch alle, wie der Sieg von Hirschburg ausgegangen ist. Und jetzt hat er auch ein bisschen Auszeit verdient und wir müssen mal schauen, was wir rekrutieren werden. Ja, so richtig viel Geld haben wir gerade nicht. Also vielleicht sollten wir hier und da noch ein bisschen mehr in Geldgebäude rein investieren. Wobei wir in Eilhard und in Übersreik natürlich hier die Schneidergilden haben. Aber Kemperbad wäre natürlich eine perfekte Ortschaft, um hier in den Ausbau zu gehen und dann auch dieses Gebäude auszubauen. Aber hier ist natürlich Hans Allenstag, um den wir uns gerade nicht kümmern können. Leider. Leider können wir es nicht. Väter Rumpel kann sich erstmal um sich selber kümmern, denn er hat ein Level up. Es fehlen nur noch 2 Level, dann ist er unsterblich. Dann hat er die Unsterblichkeit geschafft und wird nie wieder über die Klinge springen können. Bis dahin wird er weiter seine Leute buffen, aber könnte hier tatsächlich nur Artillerie-Buffs holen. An dieser Stelle, deswegen schauen wir nochmal hier vorne nach, was es hier noch gäbe. Hier gäbe es Angriffsbonus für Ritter des Imperiums. Die haben wir gerade rekrutiert. Das würde sich demnach lohnen. Bihan-Kämpfer haben wir hier nicht drin, Kriegswagen auch nicht. Und hier Artillerie auch nicht. Also wir gehen mal auf die Pferdestärken rauf. Damit fällt der Rumpel noch mehr Buffs für seine Armee hat. Und jetzt geht er nach Eilhard, damit wir hier sowohl Altdorf mit Imperator Karl Franz schützen können, als auch Eilhard hier, weil Kazrak der Einäugige einfach mal so plündernd durch unsere Länder reinläuft. Können wir uns diesen Kampf schon stellen? Das ist jetzt die große Frage. Können wir das schon machen? Also wir haben hier viel ekelhaftes Zeug drin. Wir haben die Gnagor-Herde so ein bisschen Richtung Kavallerie, monströs aber auch. Und hier diese größeren, monströsen Einheiten, die können uns eigentlich gut überrennen. Mit 4-mal Hillebardieren kommen wir dann nicht so weit, wobei wir mit den Rittern des Imperiums schon ganz gut die Plänkler wegbekommen. Ja, es ist ein schwieriges Pflaster an der Stelle. Vielleicht könnten wir noch legendäre Truppen aufstellen und die dann entsprechend Karl Franz übergeben. Das könnten wir machen, dann könnten wir da rein. Wir könnten das mal überlegen, warum nicht? Also wenn das sowieso gleich an Karl Franz gehen soll, dann können wir uns hier auch gerne mal die Silberkugeln holen. Wir haben ja sowieso letztes Mal über die Silberkugeln geredet, die wir unseren Musketenschützen verpassen wollen, damit wir die Vampirfürsten von uns wegdrücken können. Von daher würde sich das anbieten. Oder halt das Tempelhofer Luminarium. So ein starkes Artilleriegefährt. Kostet aber natürlich richtig viel im Unterhalt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon haben wollen. Also einmal die Silberkugeln können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und hier die Demigreifen-Ritter mit Hillebarden. Die lösen dann die anderen ab bei Karl Franz. Dann machen wir das. Lichtfunzel sagt, er ist Rumpel, des Imperators bester Kumpel. Er hat gefangen sein Herz und er leidet laufend immensen Schmerz. Und Satirius sagt, die Mörser haben auch nicht wirklich verdient, die Schlacht zu überleben. Sie haben leider überlebt, da hast du vollkommen recht. Okay, wir gehen hier einmal richtig teuer in die Rekrutierung der Regiments of Renown rein. Und werden direkt hier Kazrak hinterherrennen. Und das hat ganz heroisch nicht geklappt. Wir gehen in den Gewaltmarsch zurück nach Eilhard. Okay, hat nicht geklappt. Das sieht man manchmal nicht so ganz, wie der Einflussbereich ist, aber wir haben es probiert. Wir haben alles versucht und werden auch hier noch weiter rekrutieren. Und zwar, ja, zumindest 2 Bihan-Kämpfer, wie gesagt. Rumpel wird gleich ein bisschen was übergeben und dann sieht das auch alles schon deutlich besser aus.
Okay, wir beenden die Runde an der Stelle. Und Rumpel ist auch da. Rumpel, noch 2 Level. Dann bist du unsterblich. Dann wirst du niemals von der Landkarte verschwinden. Es sei denn, Raiklan verschwindet. Aber ich glaube es nicht. Und Weiden 1977 ist auch am Start. Schön, dass du wieder da bist. Und schön, dass du dich eingefunden hast, werter Thorgrim Grollbart. Du möchtest, dass wir dem Krieg gegen die blutige Hand beitreten. Und die haben sich hier schon ziemlich weit vorgewagt, bis zu den Grenzgrafen hier. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir bekommen ja auch nichts, von daher passt das. Und Lichtfunzel, er begrüßt unseren ehrenwerten Rumpel. Und King Kyla ist auch da. Vielleicht schaffen wir es heute, Protektor Kyla hier in irgendeiner Weise implementieren zu können. Und schaut euch das mal an. Kesrek hat richtig Lust zu kämpfen. Und das spielen wir natürlich. Wir wollten den Kampf, er will den Kampf. Ihr alle kriegt den Kampf. Das wird wunderschön. Wunderschön. Schaut euch dieses ekelhafte Schlachtfeld an. Das sind hier diese Bestienpfade, die der Feind hat. Das ist eine Besonderheit der Tiermenschen und deshalb kämpfen wir hier auf so einem sehr, sehr schmalen Schlachtfeld. Ähnlich wie beim Tunnel von den Zwergen oder ähnlich wie bei den Waldwegen von den Waldelfen. Und diese Bestienpfade, sie sind wirklich ekelhaft. Schaut euch das mal an, so ein schmales Schlachtfeld. Und man kann hier nicht wirklich links und rechts vorbei. Alles hier wird versteckt sein. Wir werden den Feind sehr spät sehen. Wir haben Nebel hier. Und schaut euch an, wie ekelhaft diese Bäume aussehen. Ist das wirklich das, was sich Tiermenschen unter Schönheit vorstellen? Ich hoffe es nicht. Schaut euch das an. Naja. Hier ist der Feind. Hier ist Kesrek und hier sind die Feinde. Hier sind die Centigore, eine wirklich ekelhafte Regiments of Renown Armee. Und hier haben wir ein paar Hunde, noch mehr Centigore. Und hier sind dann auch direkt, hier ist Kesrek direkt und hier sollten dann auch direkt die Gnagore sein. Sehr schön. Wen wir noch nicht sehen, sind die Ungor Plünderer. Die sind hier alle versteckt. Das sind die Fernkämpfer. Und wir schauen mal, wie wir uns aufstellen können. Das Gute ist, wir haben die Artillerie. Können wir die hier oben aufstellen? Das wäre... Achso, wir haben nicht die Artillerie. Wir spielen ja hier nicht mit Karl Franz. Okay. Das wäre aber spannend zu wissen, ob man die hier oben aufstellen könnte. Schaut euch das an. Wenn man hier Artillerie raufstellen könnte, hätten die zwar ein bisschen Schieflage, aber es wäre sehr, sehr witzig. Es wäre sehr, sehr witzig. Naja, wir schauen uns das mal an. Sartorius sagt, schwierig für die Kavallerie. Absolut richtig. Das ist bei den Bestienpfaden immer so ein bisschen ein großes Problem. Wir stellen uns hier schon mal auf mit unserer Infanterie. Dann können die uns zumindest aber auch nicht in den Rücken fallen. Die haben ja auch viele Sachen, die das könnten. Und King Kyla sagt, burn the heretic, the unclean. Weiden sagt, kannst du uns mir eventuell nochmal sagen, wann die nächsten Streams sind, hatte im Hinterkopf, dass du heute ab 14 Uhr streamen wolltest. Habe wie ein kleines Kind bis 14 Uhr gewartet, nur der Stream startete nicht. Das ist schon sehr, sehr sweet. Vielen Dank für die netten Worte. Wir sind jetzt heute, morgen und dann bis Donnerstag, jeden Tag um 20 Uhr da. Heute und morgen, heute und die anderen Tage immer für 2 Stunden, aber morgen machen wir eine kleine Ausnahme. Denn morgen kommt Update 2.1, wir starten neu mit Belacor und das wird richtig spannend. Und deshalb werden wir uns das morgen dann 4 Stunden anschauen, 20 bis 24 Uhr. Werden gemeinsam die Geisterstunde erleben, aber deshalb werden wir heute auch pünktlicher Schluss machen als letztes Mal. Das wäre vielleicht ganz gut. Und Sartorius sagt, du kannst es bei YouTube unter Community einsehen, das ist vollkommen richtig. Da halte ich euch immer auf dem Laufenden. King Kyla sagt es auch nochmal. Und King Kyla muss in die Nachtschicht. Nein! Aber vielleicht werden wir dennoch an dich denken und dir einen Kommandanten schenken. Ich hoffe, dass es soweit kommen wird. Schauen wir mal, wie weit es kommt. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier entsprechend unsere Schlachtreihen aufstellen.
Und das am besten hier nicht im Moor, sondern irgendwie davor. Irgendwie so. Und lassen im besten Fall den Feind kommen. Er hat ja auch angegriffen, das heißt, er wird auch kommen. Die Fernkämpfer sind Steuergruppe 2, die kommen direkt dahinter. Das ist sogar ganz gut. Die Musketen sollten hier... Ne, die haben nicht so eine gute Stellung. Die Musketen kommen mal hier ein bisschen auf eine Erhöhung und dann sollten diese Bogenschützen hier hinkommen. Dann haben wir hier eine ganz gute Aufstellung. Und die ganze Kavallerie, die wird hier schon mal zur Seite gehen. Die kann gleich kurz durch diesen ekelhaften Sumpf durch und dann im besten Fall doch noch hinter die Reihen des Feindes. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen Warten angesagt. Der Feind wird sicherlich kommen. Überlegt mal, kann man hier vielleicht diese Schützen hier raufstellen? Nee, kann man leider nicht. Das wäre auch witzig. Wenn man die hier hätte raufstellen können und die schießen dann schön quer hier durch. Das wäre richtig cool. Belias sagt, mein Beileid, Kyla. Ich nachher auch. Diese ekelhaften Nachtschichten. Ich verspreche euch eins. Wenn wir das Reikland, wenn wir das Imperium befreit haben von allen Widrigkeiten, dann werden wir definitiv Nachtschichten verbieten. Okay, Kasrek hat nicht die Idee, angreifen zu wollen. Obwohl er ja Angreifer ist. Wenn wir hier diese Minuten abwarten, verlieren wir leider. Das heißt, wir müssen leider doch vorrücken. Warum macht er denn nichts? Naja, wir gruppieren alles mal und nehmen alles mal nach vorne und... Das war falsch. Wir nehmen mal alles mit und gehen hier... Okay, nochmal. Wir nehmen alles mit und gehen hier entsprechend nach vorne und stellen uns hier mal auf. Irgendwie hier schön in die... Ja, in die Gassen rein, damit wir im besten Fall... hier entsprechend auch uns wehren können und nicht in Hinterhalte geraten. So, jetzt müssen hier wieder die Bogenschützen mit den Musketenschützen wechseln. Schön auf den Hügel rauf. Das ist aber schnell gemacht an der Stelle und die Kavallerie darf auch mitziehen. Ja, wie zieht die mit? Wir können die nicht irgendwie an die Seite stellen. Vielleicht kann man die hier schön hinstellen, hier verstecken. Unsere Einheiten sind ja unsichtbar. Und dann können wir eventuell hier an dieser Stelle das gut ausnutzen. Ich weiß es aber nicht. Das könnte auch vollkommen schief gehen. Wir versuchen es einfach. Sehr schön. Okay, marschiert nach vorne. Brüder und Schwestern des Imperiums. Zeigt uns, wie viel Mut ihr habt gegen diese Tiermenschen. Zeigt uns, was der Nebel bereithält. King Kyla sagt... Wenn der Protektor kommt und lacht sich schlapp. Ich weiß nicht, was du meinst. Absolut nicht. Satyrus sagt, in den Tümpeln würde ich auch lieber nicht das Blut nach der Schlacht abwaschen. Ja, es sieht ein bisschen nach Nörgel aus, tatsächlich. Aber wir hatten ja auch mal Imperator Frosch hier an unserer Seite, der leider gestorben ist auf dem Schlachtfeld. Der würde sich hier wahrscheinlich richtig pudelwohl fühlen. So, wir stellen uns immer näher an den Feind heran, aber der Feind sieht uns natürlich noch nicht, weil wir im Wald sind. Schön im Wald versteckt. Der Feind weiß nicht, wie ihm geschieht. Wir können das gerne ausnutzen. Wir gehen weiter ran und weiter ran. Wir haben hier eine schöne Engstelle, an der wir uns gleich richtig schön positionieren können. Die Kavallerie an dieser Stelle jetzt mal wieder ein wenig sinnlos, aber... Wir marschieren mal hier zur Engstelle hin. Und die Fernkämpfer gehen nur ein Stück weit nach vorne, denn es geht hier gleich richtig los. Ich stelle schon mal die Musketenschützen richtig hin, damit wir gleich nicht nochmal umpositionieren müssen. Und ich gehe hier einmal in Steuergruppe 3 für die Kavallerie. Und dann sollte gleich die große Action losgehen gegen Kasrek, den Einäugigen, höchstpersönlich, der so einen Hass hegt gegen Boris Wüterich. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für diese Schlacht? Schreit es rein in den Chat, ich will es hören. Seid ihr bereit? Dann gebe ich den Angriffsbefehl. Ich sehe noch nichts im Chat. Wir geben noch nicht den Angriffsbefehl, ich will es von euch hören.
werdet ihr das Imperium mit eurem Leben verteidigen. Auf sie mit Gebrüll. Krieg! Das ist das, was ich hören will. Und es wird losgehen. Rumpel sagt, tot den Tiermenschen. Er selber führt das Ganze an. Mittlerweile auch auf einem Greif, wie wir hier sehen. Und hat die große, große Fähigkeit, Stellung halten. Und der Feind, er belagert uns mit Fernkampf. Und wir werden zurückschießen. Wir werden das nicht mit uns durchgehen lassen. Und deshalb werden wir jetzt ebenfalls das Feuer eröffnen mit unseren Fernkämpfern. Und ebenso werden wir hier mit unserer Kavallerie nach vorne stürmen. Denn was sollen sie tun, die Ungur-Plünderer? Sie können nichts tun, denn sie sind von Sigmar bereits totgeweiht. Rumpel sagt, dass wir die Stellung halten sollen, denn das bringt nicht nur hier entsprechend Führerschaft, was wir gerade nicht brauchen, sondern auch Nahkampfabwehr. Und die Artillerie, die Kavallerie versucht sich so ein bisschen durchzuschummeln an der Stelle. Hier gehen wir natürlich in den Nahkampf rein und versuchen hier nicht Ewigkeiten die Plünderer zu verfolgen. Und Khazrak ist hier an dieser Stelle und Rumpel sollte sich vielleicht mal rausziehen aus diesem Kampf. Und die Kavallerie geht hier rein. Jeder holt sich einen anderen Feind. Jeder geht woanders rein. Und die Demi greifen vielleicht sogar hier schön in die Centigore mit Wurfäxten. Das wäre schön. So, das kriegen wir hin. Das sieht ganz gut aus. Die Gnagore baden hier mal eine Runde. Warum auch an der Schlacht teilnehmen, wenn man ein wenig baden kann? Ich weiß es auch nicht. Und unsere Fernkämpfer, sind sie alle am Schießen? Ich glaube ja. Geht mal bitte alle auf Khazrak und dann sehen wir gleich etwas sehr, sehr Schönes, was wir bereits gegen Festus gesehen haben. Dann wird das alles sehr, sehr gut funktionieren. Unsere Kavallerie muss sich schön aufteilen. Das funktioniert gerade noch nicht so richtig gut. Einmal schön aufteilen. Und hier entsprechend ein wenig die besonderen Einheiten verfolgen. Das ist sehr gut. Khazrak wird hier schön beschossen. Das sieht ganz gut aus. Rumpel ist hier noch schön am Hin- und Herplänkeln. Auch das ist in Ordnung. Das ist sehr gut. Und darf hier an dieser Stelle mal die Ungur-Plünderer binden, damit die Hellebardiere auch rankommen. Alle sind momentan im Kampf. Der Feind flieht bereits. Wir werden noch ein bisschen hier in die Koordination eingreifen, aber das sieht alles richtig gut aus. Khazrak hält viel aus. Und ist jetzt auf die glorreiche Idee gekommen, hier hinten auf unsere Bogenschützen raufzugehen. Das darf er gerne tun. Aber da muss er auch mit den Konsequenzen leben. Und zwar, dass die Demi-Greifenreiter hier hinten rankommen und sich um ihn höchstpersönlich kümmern werden. Ich meine, das sind nur Bogenschützen an der Stelle hier. Das ist okay. Er wird gleich sterben. Spätestens jetzt, wenn die Demi-Greifenreiter kommen und ihn verfolgen. Und wir haben es bereits gesehen. In einer Schlacht von Manfred von Karstein in einem Paralleluniversum, dass diese Schlachten nicht immer damit enden, dass alles stirbt, was hier das Schlachtfeld verlässt. Deswegen werden wir noch ein bisschen verfolgen, aber er wird hier leider rauskommen, Khazrak der Einäugige. Aber die Schlacht ist doch mal richtig rund und locker verlaufen. Wir werden hier noch ein bisschen verfolgen, aber das ist eigentlich soweit alles richtig gut gelaufen. Sehr, sehr schön. Und Krak Jorgensen sagt, na, wenn das mein Homie Taurox erfährt, der rennt dir aber von Nagaroth direkt auf den gepflegten imperialen Rasen. Die Frage ist, kann Taurox schwimmen? Das ist doch die große Frage. Er muss ja erstmal über den großen Teich rüber. Und ich weiß nicht, ob er schwimmen kann. Wird, glaube ich, ein bisschen schwer mit seiner Messinghaut. Also, da braucht er schon einige Rettungsringe, die er mitnehmen sollte, damit das keine tödliche Überfahrt wird. Ich würde es ihm nicht empfehlen, bin ich ganz ehrlich. Ich würde es ihm wirklich nicht empfehlen. Sie mögen euch wie ein undisziplinierter Haufen erscheinen, Feldweibel, aber ein Mann kämpft doppelt so hart, wenn er Heim und Herd verteidigt. Hauptmann Ewald von Hilden. Khazrak ist besiegt, er ist geschwächt, er wird nicht mehr in unseren Ländereien plündern und sollte es tun,
wird Rumpel ihm den Rest geben. Rumpel ist wieder ein Schritt näher zur Unsterblichkeit, eine Legende zu werden in diesem epischen Kampf, wo die Kavallerie richtig gute Arbeit geleistet hat. Hier sehen wir das. Die Demigreifenritter natürlich nicht ganz so viel. Liegt in diesem Fall daran, dass sie weniger Modelle haben und demnach nicht ganz so viel niedermähen können wie diese Einheiten, und sie waren zwischenzeitlich ja auch auf den besonderen Einheiten, die ja ebenfalls zu wenigeren Modellen unterwegs sind. Aber das war schon alles richtig, richtig gut. Krak Jorgensen sagt, na, er kann über die nördliche Chaoswüste nach Kislev das nebenbei eben noch platt machen. Kislev hat's leider sehr schwer in Immortal Empires und steht dann vor deiner Haustür. Sartorius sagt, wie kann man Khazrak eigentlich endgültig auslöschen? Ich würde sagen, indem man alles, was seiner Fraktion angehört, zerstört und tötet auf der Map. Und dann sollte auch Khazrak höchst selbst nie wieder auftauchen können. Momentan können wir ihn tatsächlich nur entsprechend verwunden. Und hier nehme ich ganz frech den Pyrosieg mit. Wenn wir das spielen würden, würden wir das locker verlieren. Ich nehme den Pyrosieg. Und wir nehmen natürlich das Geld. Ist ja klar. Wir brauchen es gerade. Wir haben es gerade richtig nötig, hier ordentlich Geld einzusammeln. Und schaut mal, wer hier kommt. Alexis Hirzeller. Naja, Rumpel wollte ja eigentlich ein Kommandant werden, nicht wahr? Wir haben jetzt einen Hauptmann des Imperiums. Also einen Helden. Jetzt ist die Frage, wollen wir ihn Rumpel nennen? Wollen wir ihn... Ich habe schon Rumpel genannt, ne? Wollen wir ihn Protektor Kyler nennen? Oder wollen wir Alexis Hirzeller nach jemandem anderen benennen? Das ist jetzt die große Frage. Es ist kein Kommandant. Es ist einfach ein Hauptmann. Der viel Geld kostet übrigens. Aber wir haben an dieser Stelle ja viel erreicht. Wir sehen leider nicht mehr die Armee von Khazrak. Aber das ist auch okay. Hier sehen wir zum Beispiel auch, Grung Zint ist hier von Khazrak eingenommen. Das könnten wir eigentlich jetzt einnehmen. Ich meine, Rumpel hat zwar jetzt noch die stärkere Armee, die ja eigentlich auch zum Teil Imperator Kai Franz geben sollte. Aber ich würde sagen, das hier könnten wir uns eigentlich noch einverleiben. Warum denn nicht? Dann können wir uns hier ein bisschen Geld abzweigen. Hier ist eine 14er Garnison drin. Würde ich Väter Rumpel zutrauen. Also wir gehen hier mal in die normale Stellung rein. Gehen bis zur Grenze. Gehen dann doch nochmal in die Lagerstellung rein. Damit wir keinen Verschleiß erleiden. Und ich würde sagen, wir holen noch einmal legendäre Söldner. Die wir dann gleich entsprechend auch an Kai Franz übertragen können. Und wer sich noch übertragen hat, ist ein Zuschauer von YouTube zu den großen Hallen des Imperators hier auf Twitch. Herzlich willkommen, Old Boy Philosopher. Schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, hier diese Sonnenmacher, die wollen wir bei Imperator Kai Franz haben. Denn das ist eine Höllensturm-Raketenlafette, die sicherlich ein bisschen angenehmer trifft als die Mörser. Deswegen werden wir definitiv hier rein investieren. Du kommst rein. Ist vielleicht nicht die beste Waffe bei einer Belagerung, aber sie hilft. Sie hilft auf jeden Fall. Rumpel bekommt noch ein Level-Up. Und was bekommt er? Ja, weitere Boni für die Reiter. Ich meine, die Artillerie wird er ja abgeben. Von daher lohnt sich das an der Stelle nicht. Und Niff van Marwingen, auch in kleinen Schritten Richtung Unsterblichkeit. Es wird noch ein bisschen dauern, aber in kleinen Schritten kommt er hier voran. Und wir können hier auf die Fähigkeit gehen. Bastion des Glaubens. Schadensresistenz plus 20% in einem Bereich. Super stark, weil es einen ganzen Bereich bufft. Da gehen wir rauf. So, wir bleiben hier stehen. Und dann geht es nächste Runde nach Grung Zint. Wir können sogar noch ein bisschen weitergehen. Dann ist hier die Verstärkungsrate nicht so stark. Aber wir erreichen dann Grung Zint auf jeden Fall. Dann machen wir das so. Und Imperator Kai Franz
wird seinerseits auch weiter rekrutieren. Ein wenig die vorderen Schlachtreihen auffrischen. Und zwar mit Bihan-Kämpfern. Ja, es wird schwierig hier mit dem Einkommen. Aber das wird sich gleich ein bisschen erledigen, weil wir Rumpel ein wenig entschlacken werden. Lichtfunzel sagt, wegen dem Gold würde ich mir keine Sorgen machen, denn als Imperator könnt ihr zu den Bauern sagen, könnt doch unseren leckeren Kuchen essen. Der leckere Kuchen, den wir so gerne hier ins Mondland liefern per Luftbrücke. Ich hoffe, unser Abgesandter ist nicht hier, denn es scheint einen anderen Retter des Mondlandes zu geben. Es scheint einen anderen Retter der Halblinge zu geben. Hier! Balthasar Gate höchstpersönlich, mit dem wir im Krieg sind. Ich sage euch eins, das ist keine gute Tat von ihm. Er versucht uns nur gegeneinander auszuspielen. Er ist nur hier eingefallen, damit wir schlecht dastehen. Damit die Halblinge den Goldorden unterstützen. Das ist ja frech hier an dieser Stelle. Nein, nein, das ist keine gute Tat von Balthasar. Hört nicht auf diesen Blender. Ich würde jetzt gerne tatsächlich hier in die Fertigungslinien reingehen, damit wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Also Einkommen aus Industrie plus 10%. Ich glaube, das ist ganz gut an dieser Stelle. Und Saterius sagt, jetzt nimmt Balthasar auch noch die ganzen Kuchen weg. Mann, oh Mann, wir werden den Kuchenexport sofort stoppen. Wir werden den Kuchenexport sofort stoppen. Hier wird kein einziger Obstkuchen mehr hingehen. Wir müssen ja eh ein bisschen drauf achten, denn Wurtbad wurde uns ja abgenommen und hier diese fruchtbaren Länder mit Obstplantagen sind dann ja auch nicht mehr unter unserer Kontrolle, deswegen ist es eh ganz gut, wenn wir da die Obstkuchen beisammen halten. Von daher passt das. Held bewegt sich nicht. Also ihr wollt Lord Protector Kyler haben, dann machen wir das. Dann wird er umbenannt und zwar hier in Lord Protector. Und dann hier unten Kyler. Er heißt zwar King Kyler, aber wir haben natürlich keinen neben dem Imperator, der sich auch nur im Ansatz anmaßen dürfte, sich King zu nennen. Und der könnte tatsächlich auch hier Karl Franz unterstützen. Ich würde es tatsächlich sogar machen wollen. Dann haben wir nämlich so eine kleine Leibwache für Lichtus, den Funzligen. Und hier bei Feldherr Rumpel haben wir bereits Niffern Marvingen als Kriegerpriester drin. Ich glaube, das ist okay. Also du kommst auch hier mit rein und wirst entsprechend Kampftraining ausführen bei Karl Franz. Eilhard, Festung Bergbries, überall nur Seuchen. Egal wo wir hinschauen, es ist überall ganz schlimm. In Altdorf könnten wir auch überlegen, ob wir jetzt vorerst hier das Weberhaus bauen, denn in nur 2 Runden haben wir das Einkommen hier wieder drin. Und wenn das jetzt irgendwie, sagen wir mal, 5 bis 10 Runden stehen bleibt, wäre das kein Problem, denn hier diese teuren Gebäude können wir uns eh erstmal lange nicht leisten. Hier der imperiale Palast wäre super cool. Also +2 Kontrolle fraktionsweit ist so stark. +10 Kontrolle in Altdorf, also im Reichland, ist okay, aber auch unten Einkommen aus einem Gebäude im Reichland wäre auch stark. Aber das können wir uns lange erstmal nicht leisten. Deswegen würde ich hier, glaube ich, tatsächlich das Weberhaus bauen. In 2 Runden haben wir das wieder raus. Wir machen das mal. Wir machen das mal ganz frech. Ich frage euch noch nicht mal. Ich frage euch noch nicht mal. Ich habe auch nicht gefragt, ob wir hier den Auslieferungsstopp machen ins Mondland mit dem Kuchen, denn manchmal muss man auch in seinem absolutistischen Regime wie hier durchgreifen und zeigen, wer hier die Käsekuchen anhat. Denn Karl Franz, wissen viele nicht, hat bei den Fruchtbarkeitsriten in Übersreich sich mit Käsekuchen einschmieren lassen. Aber pst, das ist streng vertraulich. Das sind staatliche Akten, an die niemand anderes ran darf. Lichtfunzel sagt, wegen dem Gold würde ich mir keine Sorgen machen. Das habe ich gerade schon vorgelesen. Wunderbar. Saterius sagt, jetzt nimmt Balthasar auch noch die ganzen Kuchen weg. Auch das habe ich schon vorgelesen. Ich dachte, ihr habt noch was geschrieben. Billiger Eisenhammer möchte militärischen Zugang haben. Ja, das darf er gerne haben. Er zahlt uns 600 dafür. Das ist vollkommen in Ordnung. Und Lichtfunzel unterstützt den Imperator und wir hören uns an, wie
Lichtfunzel 95 Euro, mein Lehnsherr, hier ist mein heutiger Zehnt für euch. Leider werde ich nicht bis zum Ende durchhalten können. Bin zu müde von der harten Abeid auf dem Felde Hoheit. Kleiner als drei. Die Abeid auf dem Felde. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Lichtfunzel. Eigentlich hätte ich es dir nicht durchgehen lassen. Eigentlich wäre das so ein Fall für die Streckbank gewesen. Aber du wusstest gleich von Anfang an, ich muss hier Ablass erbitten, damit der Imperator nicht zornig wird. Und demnach sei es dir definitiv erlaubt, dass du heute ein bisschen früher ins Bett gehst, wenn du morgen Belakor natürlich auch entsprechend frönst. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Freut mich sehr. In Eilhard, hier, wo die Seuche so schön am Toben ist, ist die Chimärenraserei. Die Chimärenraserei, ein Rudel monströser Chimären, ist von den Bergen herabgeflogen. Vielleicht wurden sie von dem einen noch größeren Unheil verscheucht, doch nun treiben sie unter der Bevölkerung ihr Unwesen. Es wird eine Weile dauern, bis sie losgeworden sind. Kontrolle minus 4, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben immer noch eine Kontrolle von 100, verändert sich immer noch plus 2. Das ist alles in Ordnung hier in Eilhard. Ich frage mich nur, welches Unheil die Chimären auf Eilhard treibt. Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle. Aber das ist ein... Ja, das ist eine Frage für ein anderes Mal. Die viel größere Frage ist, warum Fate der Rumpel hier nicht ankommt. Das liegt daran, dass er noch in der Fate-Lagerstellung ist. Jetzt kommt er hier an und wird Grung-Zint entsprechend belagern. Lichtfunzel, ich verabschiede mich an alle übrigen Untertanen, wünsche euch eine gute Nacht. Lichtfunzel, schön, dass du da warst, vielen, vielen lieben Dank. Und wir werden dich im besten Fall am Leben halten. Aber es dauert noch, bis du zur Unsterblichkeit kommst. Ich werde alles dafür tun, dass du nicht stirbst. Naja, es sei denn, der Imperator müsste sonst sterben. Gute Nacht. Sartorius sagt auch gute Nacht. Wir nehmen Gringzund ein, machen das automatisch, verlieren nur einmal Flagge landen, das ist in Ordnung bei einer Belagerung, wo wir natürlich richtig, richtig viel abbekommen werden an Fernkampfschaden. Deswegen können dann die Einheiten, die keinen Bonus haben gegen Fernkampf, auch mal sterben. Das ist okay, bekommen wir auch ein bisschen mehr Einkommen. Und Rumpel, du hast es geschafft. Rumpel, du hast es endlich geschafft. Rumpel ist unsterblich. Herzlichen Glückwunsch. Du bist in der Reihe der Legenden angekommen. Das haben nicht viele geschafft bisher. Naja, ich würde sogar sagen, es hat niemand geschafft bisher. Auch nicht in meiner Manfred-Kampagne. Herzlichen Glückwunsch. Wer will schon ewig leben? Wie es sich herausstellt, hätte die Mehrheit der Wesen nichts dagegen. Anstatt in einer Schlacht getötet zu werden, erleidet dieser Kommandant lediglich Wunden. Also, ich kann dich nicht vor Wunden bewahren, Rumpel. Aber wir können es schaffen, dass du nicht ganz den Abgrund herunterschreitest. So, das ist aber auch das Zeichen für dich, dass du hier endlich auch mal in dich selbst investieren kannst. Entweder bekommst du Marschierer und wirst noch schneller auf der Kampagnenkarte, oder du buffst dich selber. Aber ich würde dich gerne hier unten rein investieren lassen, damit du dann noch wichtiger wirst und deine Armee auch nicht so teuer ist, damit es sich auch lohnt, dir starke Einheiten zu geben. Deswegen bekommst du erst einmal Marschierer. Und ich glaube, das ist auch lore-technisch sehr gut passend, auch Roleplay-mäßig. Weil du bist die ganze Zeit hin und her gerannt, wie so ein Verrückter. Deswegen bekommst du hier an der Stelle Marschierer. Sehr, sehr schön. Du bekommst, also Niff von Marvingen bekommt hier auch Schild des Glaubens, ist ein Rettungszauber. Ja, ist ganz nett. Und den bekommst du. Dann haben wir Grung-Zint eingenommen. Eine Level 3 Ortschaft. Das ist so, so cool. Wir müssen hier auf mehrere Dinge achten. Eine Sache, die ganz wichtig ist. Wir haben hier nur diese Region. Die anderen Regionen sind von Heinrich Kemmler bewacht. Bedeutet, wir werden hier immer vampirische Korruption haben, solange Heinrich Kemmler da ist. Zweite Sache, die wir beachten müssen. Das ist nicht das passende Klima. Deswegen haben wir
Kontrollmali und alles ist ein bisschen teurer und bringt ein bisschen weniger. Diese vampirische Korruption wird die Kontrolle extrem runterbringen und natürlich auch entsprechend hier das nicht passende Klima, denn Menschen leben ungern in Gebirgen. Deswegen müssen wir definitiv hier ein Kontrollgebäude bauen. Daran wird kein Weg dran vorbeigehen. Das ist leider ein bisschen zu teuer. Deswegen beginnen wir mit dem Weberhaus, also Einkommen. Und dann werden wir hier gleich die Trinkstube bauen. Und was wir noch bauen werden, ist hier der Steinhauer, damit wir noch mehr Einkommen bekommen. Und noch mehr Sachen, die wir handeln können. Denn das wird natürlich dann richtig viel Handelseinkommen bringen. Das ist richtig, richtig gut. Also hier in Grungzint sind wir jetzt so unterwegs. Väter Rumpel, richtig gut gemacht. GG. Ich bin sehr stolz auf dich. Der Erste, der es verdient hat. Und Saterius sagt auch, nicht dem Schicksal des Milo Braun gefolgt. Das war wirklich knapp und wirklich fies, aber wir wollen ja hier keinen spoilern. Saterius sagt, stimmt, den Perk müsst ihr eigentlich gratis bekommen. Belias, leider muss ich mich zur Arbeit aufmachen, doch bin ich beruhigt, weil ich weiß, dass mein Heim und Weib unter dem Schutz unseres Imperators steht. Ein Hoch auf den Imperator. Auch schön, dass du dabei warst. So viele Menschen hier mit einer Nachtschicht. Der dunkle Herrscher hat uns ja auch gestern gesagt, dass er heute nicht dabei sein kann, weil er eine Nachtschicht hat. So viele arme Tröpfe. Oder ihr mögt das. Kann natürlich auch sein. Es kann ja sein, dass manche sogar sagen, nee, die Nachtschicht ist mir lieber, weil dann weiß ich, dass der nächste Tag mir gehört. Kann auch Vorteile haben. Und Giros 83 ist auch da. Schön, dass du da bist. Huhu. Sehr, sehr schön. Ich hatte schon einst gesehen, dass ein Follow von dir reingeflogen kam. Doch nun bist du auch persönlich da. Okay, Belias verabscheut es. Okay. Ich wünsche dir alles Gute, halte durch. Und ich hoffe, dass wir in Bälde uns wiedersehen können. Vielleicht schon morgen Abend. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es ist mit den Nachtschichten und Frühschichten, aber vielleicht folgt dir auf eine Nachtschicht ein Abend der Freude. Wir beenden die Runde. Und wir werden auch eine Nachtschicht machen, morgen. Ich freue mich riesig drauf. Auch nochmal einen frischen Eindruck zu bekommen durch Belacor. Das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend. Und könnte tatsächlich eine sehr, sehr coole Kampagne werden. Und vor allem bin ich sehr gespannt, wie sich auch die Neuerungen spielen werden. Also Konföderation ist natürlich eine Hammer-Sache, dass das jetzt funktionieren wird. Jedenfalls bei Belacor und bei Archaon. Die haben ja schon angekündigt, dass da noch auf kurz oder lang etwas kommen wird. Dass sie allgemein nochmal Konföderation überarbeiten werden. Vielleicht auch im Chaosbereich, dass vielleicht auch ein Kolek irgendwann konföderieren kann. Aber so sieht's am Anfang aus. Krak Jorgensen sagt, ich freue mich in der Nachtschicht vor allem über die 25% steuerfreien Lohnzuschlag. Das ist natürlich cool. Ihr seid ja alle in der Nachtschicht. Das ist heftig. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das verteilt ist in der Bevölkerung. Ich denke, viele werden in der Nachtschicht arbeiten, weil da natürlich die Arbeiten anfallen, die man nicht einfach unwichtig zur Seite schieben kann. Da ist meistens das, was entweder die Bevölkerung braucht und benötigt, oder es sind tatsächlich sogar lebenswichtige Dienstleistungen. Also ich würde sagen, unterm Strich Nachtschicht wahrscheinlich meistens mit die wichtigste Arbeit. Also Jobs, die auch eine Nachtschicht haben. Was auch sehr wichtig ist, ist Geld. Denn Geld ist Macht. Und wir haben wieder Lobbyistenvertreter. Und wir werden wie immer dem Lobbyismus frönen und einen Gefallen arrangieren und gehen in die imperiale Autorität rein. Für 1000 Prestige. Wir müssen hier langsam wieder in die richtige Richtung kommen. Kleine Schritte in die richtige Richtung. Und so wird langsam ein Schuh draus. Camperbutt natürlich wieder absolut am Durchdrehen an dieser Stelle. Minus 8 öffentliche Ordnung. Aber wir können das langsam auch ausbauen. Und dann kann hier noch ein Kontrollgebäude rein. Dann können wir das Weberhaus nochmal ausbauen. Ist gut fürs Geld. Und dann müssen wir hier nicht mehr so ganz drauf aufpassen.
Aber was ich gerade vorhabe, mit Karl Franz im besten Fall Nullen einnehmen, das ist gerade mein Ziel. Wir versuchen mal, ob das funktioniert, ob wir das Geld haben dafür. Wir haben es ganz knapp nicht. Wir könnten es natürlich zurückgeben an Wiesenland. Das ginge auch. Aber Nullen hatten wir letztes Mal uns angeschaut. Da gibt es dieses super tolle Gebäude. Und das hätte ich tatsächlich ganz gerne. Wir können leider nicht gerade in den Gebäudebrowser gehen, aber es gibt hier ein Gebäude, welches die Artillerie fraktionsweit boostet. Und das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt könnten wir auch überlegen, ob wir hier nochmal in den Ausbau reingehen. Wir bekommen 125 Gold mehr die Runde und es kostet uns 950. Müssen wir kurz rechnen. 950 durch 125, das ist ja unterm Strich irgendwie 8 Runden, würde ich sagen. Das würde ich nicht investieren wollen. Weil wir wissen nicht, wie schnell wir das hier abreißen werden. Deswegen 8 Runden möchte ich hier nicht ausharren. Deswegen bleibt das an Ort und Stelle. Was wir hier sehen, Agenten von Heinrich Kemmler, der fand es natürlich nicht so witzig, dass wir hier Grung Zint eingenommen haben. Und hier können wir, wie gesagt, auch nichts ausbauen. Das heißt, wir können tatsächlich eine Runde weitergehen. Sehr schön. Das Imperium, es wächst, aber so langsam sollten doch auch die Endgame-Szenarien kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Bälde hier ganz große Probleme bekommen. Ganz, ganz große Probleme. Und Krag Jorgensen hat auch schon was entdeckt. Er hat ein nehekarisches Skelett bei mir in der Nachbarschaft gesehen. Ein nehekarisches Skelett? Bei uns in der Nachbarschaft? Das kann nicht sein. Es waren doch wieder die Kinder, die rumgehen und irgendwelche Süßigkeiten abstauben wollen. Das haben sie schon letztes Mal gemacht. Oder Obstkuchen. Der letzte Obstkuchen, gestohlen von Kindern im Skelettkostüm. Ich glaube nicht, dass das wahrhaftige Skelette sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn sie es sind, dann ist es ein dunkles Omen. So, wir haben ein bisschen Geld dazu bekommen. Wir könnten Nullen einnehmen. Aber hätten dann auch nicht das Geld hier in Nullen, das Gebäude auszubauen. Vielleicht sollten wir hier nochmal in die Alasse reingehen und mehr Einkommen aus Gebäuden holen. Vielleicht lohnt sich das an der Stelle. Wir versuchen das mal. Wir gucken mal, was das hier bringen wird. Ja, wird schon einiges bringen. Gebäudeeinkommen haben wir insgesamt 3000. Und hier in Reikland 2900. Ja, könnte schon einiges bringen. Schauen wir mal rein. Feldherr Rumpel wird wahrscheinlich hier noch erstmal drin bleiben müssen, bis wir hier die ersten Gebäude haben. Ich glaube, wir können dieses Gebäude noch nicht bauen. Nee, können wir noch nicht. Wir warten noch mal eine Runde, bauen hier dann das Öffentlichkeitsgebäude und dann passt das auch. Und hier sind Gottrek und Felix. Und guck mal, das ist das, was ich vermutet hatte, dass die bei Übersreik starten. Nee, nee, die starten nicht bei Übersreik, die starten bei Helmgard. Meine Vermutung war, dass sie bei Übersreik starten werden, weil wir hier das Gasthaus zum Roten Mond gebaut haben, aber anscheinend starten sie in Helmgard. Wir werden sie, glaube ich, holen, sobald wir es brauchen. Das Endgame-Szenario steht ja bevor. Und dann werden wir uns die beiden legendären Streiter holen. Wir gehen nochmal eine Runde weiter. Momentan ist alles ruhig. Die Feinde verhalten sich gemäßigt. Kann das der Wahrheit entsprechen oder ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es hier tatsächlich nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor, was hier gleich noch kommen mag. Ich habe auch Angst davor, mit meiner Kavallerie zu schnell in Flensburg zu fahren. Mit der Kutsche natürlich. Eine ganze Kavallerieeinheit vor einer Kutsche. Wie es sich gehört, für einen Imperator. Ein Agent von Aquilon, der hier das Wachstum verhindert. In einer Ruine. Und Aquilon natürlich auch eine Fraktion, auf die wir so ein bisschen aufpassen müssen. Denn hier haben wir Dürthu gehabt.
Wir wissen nicht, wo der sich gerade aufhält, aber der hat hier die ganzen Gebirge eingenommen. Und ja, tatsächlich versucht er sich hier so ein bisschen durchzubeißen. Und er ist auch im Krieg gegen den Goldorden, das ist aber ganz gut. Ist das Mondland noch in den Händen des Goldordens? Tatsächlich. Das holen wir uns wieder. Wir werden die Halblinge beschützen. Vor der Tyrannei des Goldordens. Karl Franz, wander nochmal nach Kemperbad, bitte. Damit hier die öffentliche Ordnung ein bisschen wieder ins Gleichgewicht kommt. Und dann können wir hier an dieser Stelle vielleicht dieses Gebäude bauen. Ja, Kontrolle plus 4. Und dann in der nächsten Runde den Steinhauer. Geht alles so ein bisschen in die richtige Richtung. Einkommen ist stark gesunken. Ich glaube, das liegt daran, dass Imperator Karl Franz nicht mehr hier ist. Der sollte, glaube ich, auch noch ein paar Sachen haben, die unsere Sachen, unsere Industrie ein wenig buffen und boosten. Einkommen aus Handelszöllen, aber es ist fraktionsweit. Ja, hier, Einkommen aus allen Gebäuden, plus 17% in der lokalen Provinz. Das ist richtig stark. Also Imperator Karl Franz hier an dieser Stelle, eigentlich eine Fehlbesetzung, aber ich möchte das hier einmal ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen zurücklehnen und auch ein bisschen ausbauen. Dass wir jetzt hier Grunkzint ausbauen, damit das auch stehen bleibt. Ich meine, das ist auch nicht wirklich bedroht. Wir haben hier entsprechend die Bretonen, wir haben hier Marienburg, wir haben hier Festung Bergbries. Das ist keine schlechte Stellung hier. Wenn wir es einmal aufgebaut haben und die öffentliche Ordnung in Ordnung ist, dann kommen wir hier schon gut weiter. Wenn wir das ausbauen und Kemperbad vielleicht eigenständig machen, Nullen einnehmen, dann können wir durchaus hier weiter voranschreiten. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das können wir so machen. Das kann man auch vertreten, glaube ich. Okay, wir beenden die Runde. Giros sagt, weniger Unterhalt. Weniger Unterhalt, ja. Man könnte tatsächlich überlegen, auch noch weitere Einheiten aus den Armeen rauszunehmen, damit wir schneller Geld einnehmen. Aber wir wissen natürlich auf der anderen Seite nicht, wann die Feinde kommen. Und so haben wir jetzt hier zum Beispiel eine 15er Armee, die wir schnell aufstocken können. Bei Rumpel könnten wir eigentlich ein bisschen was wegnehmen. Und der hat ja sowieso noch ein paar Einheiten, die er Karl Franz übergeben soll. Wir können gleich mal schauen, ob wir vielleicht bei Rumpel ein bisschen aufräumen können. Dann bekommen wir ein bisschen mehr Geld. Denn die Bedrohungslage sieht momentan eigentlich wirklich gut aus. Selbst Mittenland scheint nicht unter großer Bedrängnis zu sein durch Festus. Da können wir uns eigentlich gerade im Ruhigen wiegen. Aber wie lange ist die Frage? Einkommen aus Industrie plus 10% und dankbare Vorbilder. Meine Vorbilder sind Giros, Krag Jorgensen, Beja Saterius und natürlich Rumpel. Und ihr seid so inspirierend, dass die Heldenaktionen minus 20% an Kosten haben. Karl Franz hat für die Bihan-Kämpfer einen Unterhaltsbonus. Ja. Ja, ja. Also Karl Franz ist besonders gut darin, hier diese Bihan-Kämpfer zu unterhalten und auch die Reichsgarde. Aber auf die haben wir uns tatsächlich nicht spezialisiert. Haben wir die hier überhaupt drin? Ne, die können wir noch gar nicht rekrutieren, aber die wollen wir auch gar nicht haben. Aber das ist gut, deswegen haben wir hier an dieser Stelle auch so viele Bihan-Kämpfer in der Armee, damit sich das halt nochmal besonders lohnt bei Karl Franz. Aber wir haben natürlich den Nachteil dadurch, dass wir an dieser Stelle, ja, kein Schild haben oder so. Aber das ist sowieso bei dem Imperium eine kleine Schwierigkeit. Das ist dann eigentlich auch egal, ob es Bihan-Kämpfer sind oder Flagellanten. Was nicht egal ist, ist, dass Alberich Haupt Andersen hier richtig Stress macht. Deswegen gehen wir nach Grünburg mit Karl Franz. Und ich würde ihn ganz gern mal angreifen und einmal anstupsen. Aber er scheint hier tatsächlich nicht in Reichweite zu sein. Wir gehen mal hier zu dieser Brücke. Die Brücke zum Feind. Und sollte er sich darüber begeben, ist er dran. Oder sollte er zu nah an unsere Grenze herankommen,
dann ist er auch dran. Wie kann er nach Nullen rüber? Gibt es hier noch eine andere Brücke? Nee, das heißt, er wird verlangsamt durch den Fluss, immerhin das. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus an der Stelle. Technologie. Wir könnten auf die Technikus-Gilde gehen, erhöht die Forschungsrate um 10%, ist jetzt momentan nicht so super stark. Dann gehen wir lieber hier hin und verringern den Unterhalt der Ritter des Sonnenordens und Ritter des Imperiums. Ich glaube, das ist vollkommen okay. 5% ist sehr viel wert, weil wir natürlich an dieser Stelle sehr viel davon... Also weil die natürlich sehr teuer sind an der Stelle. Ritter des Sonnenordens haben wir jetzt leider hier nicht mehr in der Armee von Karl Franz, aber die werden früher oder später wiederkommen. So, wir bleiben mal hier kurz stehen. Und Kemperbad. Kemperbad hat hier immer noch Kontrollprobleme. Und wir können es nicht upgraden, weil uns das Geld fehlt an der Stelle. Gyros sagt auch, Alberich Haupt Andersen geht so richtig schlecht. Hau drauf! Das werden wir tun in Bade. Und Satyrus sagt, dann kriegt er ein paar Kugeln von unseren Mörsern ab. Also ich habe leider noch nicht diese Möglichkeiten, hier Abstimmungen zu machen. Aber tatsächlich könnte man mal eine Abstimmung machen. Werden die Mörser auch nur 10 Einheiten töten? Das wäre schon witzig. Das würde ich dann wahrscheinlich auch machen. Väter Rumpel, du stehst hier ganz gut. Aber du würdest noch besser stehen, wenn wir dich nicht mehr bräuchten. Militärpräsenz ist hier gerade sehr wichtig. Plus 19 bringt uns das. Und wir haben nur eine Veränderung von plus 11. Woran liegt das noch? Das liegt daran, dass wir noch eine Runde instabil sind. Dann haben wir immer noch eine öffentliche Kontrolle von minus 7 danach. Wenn hier entsprechend Rumpel abziehen würde. Das ist wirklich blöd. Wir sind hier bei plus 4 und könnten hoch auf plus 6. Das wäre schon mal viel wert. Wenn wir auf plus 6 hochkämen, könnten wir das hier entsprechend alleine lassen. Ja. Damit sich das aber alles hier ganz gut lohnt, gehen wir erstmal in die Steinhauer rein und machen das hier entsprechend. Und Satyrus freut sich. Oh ja, Abstimmung und Wetten, das wird lustig in Zukunft. Ich freue mich auch riesig drauf. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendwie werde ich mich hier schon reinwurschteln. Ich habe jetzt auch so Commands eingerichtet. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, ob die funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Das ist einmal Ausrufezeichen Leibeigenschaft. Das soll anzeigen, wie lange jemand schon folgt. Und Ausrufezeichen Oculus. Das soll anzeigen, wie lange jemand schon zugesehen hat. Und Ausrufezeichen GNG. Das ist ein kleines, kostenloses Indie-Spiel von einem befreundeten Indie-Entwickler, der seit nun 13 Jahren an diesem Spiel arbeitet und das ist jetzt in einer fertigen Alpha-Version. Man kann so ungefähr 10 Stunden spielen, alles kostenlos. Da dachte ich, nehme ich das mal mit auf. Vielleicht freut sich ja der eine oder andere darüber. Und ich sehe hier an dieser Stelle Leibeigenschaft. Hat funktioniert, oder? Bei Satyrus nicht, aber bei Krak Jorgensen und bei Gyros. Okay, bei 2 funktioniert es, bei den anderen, bei Satyrus nicht. Tut mir leid, Satyrus. Du folgst einfach nicht. Karas Akrak, Torgrim Grollbart, gibt uns 1500 Gold, wenn wir gegen Clan Rictus in den Krieg ziehen. Wissen wir denn, wo Clan Rictus gerade sein Unheil treibt? Ja, also Clan Rictus sollte eigentlich noch gut von uns entfernt sein. Wir nehmen das mal an, damit wir das Geld haben. Und Old Boy Philosopher schreibt die erste Nachricht in den Chat und dann gleich ein Command und dann so heroisch, dass es geklappt hat. Wunderbar. Krak Jongsen sagt, bei Satyrus hat es nicht funktioniert, weil die Twitch-Commands immer einen internen Cooldown haben. Ah, okay. Daran wird's liegen. Ah, Satyrus geht auch. Wunderbar. Das funktioniert. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
Hier, das ist auch sehr, sehr cool. Das zweite Mal, dass hier dass Grom der Fettsack sagt, hey, ich stürze mich einfach mal in diese Schlacht rein. Ich weiß, ich werde das nicht gewinnen. Ich weiß, ich werde meine ganzen Einheiten verlieren. Ich weiß, wir werden in den Tod gehen. Aber, okay, soll er machen. Wir haben jetzt sogar hier die Bergwerker mit Sprengladung dabei und hier auch die Armbrustschützen, weil wir einen Außenposten haben von den Zwergen hier in Helmgard. Das ist cool, wir machen das automatisch, töten damit Grom den Fettsack, holen uns die dicke, fette Belohnung in der Schatzkammer und können gleich richtig schön unsere Landen ausbauen und dann sollte das auch alles ein bisschen runder laufen hier. Und dann können wir mit frisch geputzten Kassen in die größten und heroischsten Kriege reinsteigen. Das ist richtig, richtig gut. Und Giros83 sagt, Moschas. Hat er Moschas dabei? Ich weiß es gar nicht, aber das war schon sehr dumm, dass er das gemacht hat. Nif van Marwingen, imperiale Grüße, bitte die Verspätung zu entschuldigen. Die letzte Runde Kuchen und Bier waren zu lang. Nif van Marwingen, ich habe eine richtig schlechte Neuigkeit für dich. Rumpel ist unsterblich geworden, das heißt, du musst immer auf Schritt und Tritt folgen. Und er kann jetzt noch weiterlaufen. 5% weitere Reichweiten auf deine Kampagne. Du musst jetzt noch mehr Schritt halten. Es tut mir wirklich leid. Wichtige Freunde, politische Berater nehmen wir an, geben 1000 Prestige aus, gehen hier weiter in die Autorität rein. Das ist sehr, sehr gut, haben viel Geld jetzt bekommen. Und das sieht gut aus. Satyrius sagt, ist jetzt auch nicht der schlauste Goblin. Ja, kann man durchaus sagen, aber wahrscheinlich dennoch schlauer als fast so jeder Ork, dem man über den Weg laufen könnte. Und Satyrius sagt, du warst schon sehr erfolgreich gegen Bestienmenschen, absolut richtig. Und nicht gegen irgendwelche Bestienmenschen, sondern gegen Kesrak, den Einäugigen, höchstpersönlich. Wir gehen hier weiter rein in die Kontrolle, ganz wichtiger Punkt. Wir erhöhen das Geld, was wir hier bekommen. Es ist teuer, das zu bauen. Ja, wir lassen das erstmal. Aber wir werden an anderer Stelle noch weiter ausbauen, und zwar in Kemperbad. Hier werden wir auf Stufe 2 gehen. Und mit Karl Franz werden wir uns jetzt mal hier, würde ich sagen, Adelbert Huldorf suchen. Oder? Hättet ihr Lust auf Adelbert? Ich habe schon Lust auf Adelbert. Adelbert, zeig dich! Einflussbereich? Wir kommen wieder nicht rein, das ist so blöd. Da müssen wir Flensburg angreifen. Müssen wir die Belagerung abbrechen, damit wir aus dem Einflussbereich hier wieder rauskommen. Ja, dann stehen wir jetzt hier, wo wir nicht stehen wollen. Ich hätte gedacht, das reicht. Dann hätten wir ihn nämlich mit einem Blitzschlag rausnehmen können. Na gut. In Kemperbad haben wir jetzt hier die Dorferweiterung. Das ist ganz gut an dieser Stelle. Und Nullen können wir auch in Bälde einnehmen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Das heißt, wir können hier doch nochmal eine Sache ausbauen. Und hier würden wir 125 mehr Gold bekommen. Hier würden wir 50 mehr Gold bekommen. Aber würden deutlich mehr Ressourcen bekommen. Ich gehe einfach in das normale Gold rein. Weil wir jetzt auch nicht so super viele Handelspartner haben, wo wir die Marmorblöcke unterbekommen können. Von daher passt das. Oh nein. Schlechtes Omen im Chat. Oh mein Gott, der dunkle Herrscher. Er ist da. Ich dachte, du hast Nachtschicht. Der Herrscher schaffte es, nach einer Schicht doch nochmal vorbeizuschauen. Der Fluch ist wieder aktiv. Also gegen Kesrak haben wir es geschafft. Dunkler Herrscher. War jetzt vielleicht auch nicht die schwierigste Schlacht. Aber ich schätze mal, wenn du da gewesen wärst, dann hätten wir sie nicht geschafft. Und Nif sagt, Marsch. Das ist wohl die gerechte Strafe für die überzogene Runde Kuchen. Anscheinend, ja. Krak Jorgensen sagt auch, kommst nicht ganz ran, habe ich leider zu spät gesehen. Hat mich schon vorgewarnt. Schau mal, was jetzt hier passiert. Greifen sie uns an. Welcome,
Erstmal meldet sich Beliger Eisenhammer bei uns, Clan Angro, und möchte ein Militärbündnis mit uns. Wir schauen uns die Feinde an. Also, die Oger sind natürlich da. Aber die sollten noch relativ fern sein. Aquilon wird ein Problem sein. Aber Durthu hat uns bereits den Krieg erklärt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er sowieso, also nicht den Krieg erklärt, den Nicht-Angriffspakt aufgekündigt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er uns sowieso bald den Krieg erklären wird. Ich würde das annehmen, wenn du uns ein bisschen mehr zahlst. 1891, diese 91 Gold waren mir wichtig. Machen wir das, haben ein Militärbündnis und haben jetzt tatsächlich neben Kislev auch noch einige Zwergenvölker, die hinter uns stehen. Das ist tatsächlich eine coole Allianz, das gefällt mir sehr gut. Wir haben Thorgrim, Grollbart, wir haben den Slayer-König, Ungrim, wir haben Beliger Eisenhammer und wir haben im Schutzbündnis Kislev. Und jetzt wird auch ein Verbündeter angegriffen, und zwar Karas Ar-Karak von Orks aus den Ländern der Finsternis. Wir treten natürlich dem Krieg bei, findet sowieso ganz woanders statt, ist für uns egal. Gyros sagt, wir machen hier erstmal ein Kaffeekränzchen mit Adelbert. Jo, in Flensburg erstmal schön Mittagspause machen, aber die hatten keine Lust zu kämpfen. Aber Alberich Haupt Andersen hat richtig Lust auf Kemperbad. Und wenn er Kemperbad angreift, könnten wir Flensburg angreifen. Könnten wir. Das wird aber knapp. Das sind viele, viele Einheiten, viele Bogenschützen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich hier Kemperbad beschützen. Wir kommen wieder nicht ganz ran. Aber was wir machen können, ist, wir gehen bis nach Grünburg im Gewaltmarsch. Und kommen von dort nach Kemperbad, weil der wird ja wohl erstmal belagern, hoffe ich. Wir schauen mal. Also wir gehen im Gewaltmarsch nach Grünburg, heilen ein bisschen aus und gehen dann nach Kemperbad. Und hier werden wir dieses Gebäude abbrechen, damit wir kein Geld verlieren, sollte das jetzt ein Blitzkrieg werden. Und wir gehen bei Lord Protector Kyler in die Erweiterung und er bekommt den Klingmeister. Mehr Nahkampfangriff für ihn, damit er nicht immer daneben schlägt. Denn wir sehen es bei Lord Protector Kyler. Er hat eine Augenklappe. Auch ihm fehlt die Tiefenwahrnehmung. Da muss man wirklich aufpassen, dass er da nicht ständig daneben schlägt. Nahkampfangriff wäre vielleicht nicht verkehrt. Väter Rumpel, du wirst gebraucht. So langsam sollte Grung Zind auch auf eigenem Bein stehen können. Ich hoffe es jedenfalls. Wir gehen auch hier in den Marmorsteinbruch rein. Und du bewegst dich mal Richtung Eilhard, denn eine Bedrohungslage besteht hier nicht. Wir könnten sogar mal überlegen, ob wir mit den Bretonen noch weitere Sachen eingehen, und wir schauen einmal in den schnellen Handel, ob es hier irgendwas noch gibt, was uns auf die Schnelle irgendwas bringen würde. Nein, da haben wir nicht viel, aber die Nomaden des brennenden Windes, eine Kathai-Fraktion, die um und bei Zhao Ming rumlungert, die könnte man überreden zu handeln. Und da schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Weil ein bisschen Marmor loswerden können wir ja noch. Das können wir noch. Die würden haben wollen eine Zahlung von 2447. Das heißt, dieser Handelsvertrag müsste über 20 Runden bestehen. Über den Daumen gepeilt, damit sich das lohnt. Das machen wir natürlich nicht, ist ja klar. Und uns bringt es auch nichts hier, die Gunst hochzudrehen, weil die so weit weg sind von unseren Landen, dass wir uns niemals gegenseitig helfen werden. So, Karl Franz, du musst einmal das tun, was Rumpel die ganze Zeit macht, rennen nach Grünburg. Hier warten wir und dann versuchen wir Kemperbad noch zu retten. Ansonsten werden wir hier an dieser Stelle den Feind überrennen. Und fällt der Rumpel, bleibt in der normalen Stellung. Wir wissen nicht, ob hier irgendwelche Tiermenschen sind, die uns dann irgendwie in einen Hinterhalt locken. Nein, nein, das möchte ich nicht. Und wir haben Runde 99. Das heißt, es könnte ein bisschen was passieren. Wir müssen das im Auge behalten. Es könnte gleich richtig spannend werden. Schauen wir mal. Hier wird auf jeden Fall einiges gebaut, damit wir gleich auch richtig viel Gold bekommen.
Hier sind wir bei minus 13 gerade. Das ist wirklich nicht schön. Und die vampirische Korruption steigt. Eigentlich müsste man hier irgendjemanden aufstellen. Ja, irgendjemand müsste hier aufgestellt werden, der nur dafür sorgt, dass wir hier eine gute Kontrolle haben. Oder wir müssen hier mal gegen Heinrich Kemmler vorgehen. Denn wenn wir das hier einnehmen würden, Karak Ziflin, hätten wir zwei Regionen. Die vampirische Korruption würde deutlich runtergehen. Und wir hätten zwei Kontrollgebäude, die wir bauen könnten. Also vielleicht macht Rumpel gleich hier nochmal einen Schlenker nach Karak Ziflin, was er dann auch ganz gut verteidigen kann. Also Schwarzsteinposten stelle ich mir schwierig vor. Eine 20er Garnison, Heinrich Kemmler mit einer schlechten 20er Armee. Aber er wird nicht uns in der Verteidigungsschlacht überrennen können. Könnte man machen. Man könnte hier sehr, sehr aggressiv vorgehen. Montfort tatsächlich auch hier in den Händen von Heinrich Kemmler. Aber dann hätte natürlich auch Grom der Fettsack mal ein Ziel, was nicht ganz so schwach ist. Schauen wir mal. So. Imperator Karl Franz. Du bist bereit, Außenposten. Runde 100. Seid ihr bereit? Ich bin es. Ich schaue nochmal kurz, was ihr geschrieben habt. Niff sagt, vor den Toren der Feindstadt die Muskeln spielen lassen. Alles so geplant. Niff von Marvingen, du bist ein wahrer Diener des Imperators. Der dunkle Herrscher sagt, wenn ich das Chaos wäre, wäre Thorgrim und Ungrim schon nicht mehr unter uns. Giros sagt, wenn ich das Chaos wäre, gäbe es Kekse. Und ich sage, wenn ich das Imperium wäre, dann gäbe es Kuchen. Der dunkle Herrscher sagt, und ich dachte Giros. Sateros sagt, schon 99 Runden kamen mir vor wie 5 Minuten, aber das ist wohl das tote War-Phänomen. Geht mir ähnlich, das geht mir ähnlich. Die Runden verfliegen wie im Fluge und tatsächlich vergeht hier auch die Zeit mit euch wie im Fluge. Tatsächlich noch schneller, als wenn ich für mich alleine spiele. Ich weiß nicht, ob es an der Interaktion liegt oder weil es mir mehr Spaß bringt, aber es kommt mir tatsächlich noch kürzer vor. Und hier werden wir mit zwei Armeen angegriffen. Alberich Haupt Andersen und Adelbert Hulldorf. Das brauchen wir nicht spielen, das machen wir automatisch. Camperbad ist in den Händen des Feindes an dieser Stelle. Nein, nur ausgeraubt. War wohl viel zu holen in Camperbad. Der dunkle Herrscher sagt, spar dir mal Kemmler als letzten Kampf auf. Dann hast du wieder was, was du verlieren kannst gegen einen legendären Lord. Ich sag da nichts zu. Migration! Wir schicken sie dieses Mal weg tatsächlich. Wir haben sie das letzte Mal immer aufgenommen, aber wir brauchen gerade die Kontrolle. Deswegen schicken wir sie weg. Wachstum ist gerade nicht so wichtig wie Kontrolle. So, viele Dinge passieren. Aber das Wichtigste, was passiert ist, ist, dass der Feind hier, Adelbert Hulldorf, an dieser Stelle zurückgelassen hat. Und wir werden Rache üben. Rache für das, was sie uns angetan haben. Und demnach werden wir das automatisch machen. Ich meine, das hier ist wirklich eine billige Armee. Das braucht man nicht spielen. Deswegen machen wir das automatisch. Die Garnison stirbt dadurch. Das ist nicht so schlimm. Dann sparen wir hier ein paar Verluste bei Imperator Karl Franz. Automatisches Gefecht. Er ist tot. Wir nehmen die Einheitenverstärkung, weil wir jetzt auch weiter marschieren werden. Also es kann ja wirklich nicht sein, dass hier ein Alberich Haupt Andersen wirklich denkt, dass er uns hier Camperbad streitig machen kann. Und das wurde mir auch bereits bestätigt. Und zwar von Zephico Grey. Zephico Grey, der Graue. Zephico der Graue, der hat mir eins gesagt, hey, irgendwann wird Alberich Haupt Andersen vor deiner Tür stehen. Und wenn du bereit bist, wirst du ihn zurückschlagen können. Und genau das ist eingetroffen. Wir werden jetzt hier Feuer und Flamme mit reinnehmen. Bei Lichtus der Funzlige. Und das ist ein ganz, ganz toller Trade. Denn wir wollen die Ritter des Sonnenordens bei Karl Franz haben. Und mit Feuer und Flamme wird Lichtus der Funzlige hier an dieser Stelle Schwäche gegenüber Feuerschaden für alle Einheiten im bestimmten Bereich
erhöhen. Und dann das entsprechend in Kombination mit den Rittern des Sonnenordens. Das kann richtig, richtig bitter werden für den Feind. Deswegen gehen wir hier rauf, bevor wir auf den brennenden Schädel gehen. Schwierige Frage, brennender Schädel. Mein Lieblingszauber bei dem Feuerzauberer. Wir gehen erst auf den brennenden Schädel, danach hier rauf. Wir haben ja die Ritter des Sonnenordens noch nicht. Der brennende Schädel, den müsst ihr in Action sehen. Der ist super cool. Der ist super, super cool. Imperator Karl Franz heilt eine Runde aus, hier an dieser Stelle. Hier gibt es eine kleine Versammlung. Ich würde sogar sagen, eine Demonstration. Weil wo sieht man zwei Ahnenzwerge, einen Hauptmann des Imperiums und drei Vampire, beziehungsweise einen Nekromantis dazwischen? Wann sieht man dieses Aufgebot? Das wird eine Demonstration sein. Eine Demonstration gegen hier die Unterdrückung der Obstkuchenmanufakturen. Denn eins ist klar, Sylvania wird kein Obstkuchen mehr herstellen und die wollen den Obstkuchen zurück. Das ist hier der Demonstrationszug für den Obstkuchen. Ich kann es selbst sehr, sehr gut nachvollziehen. Wirklich. Und in Altdorf können wir ein Upgrade machen für den Hafen. Wir würden 200 mehr Einkommen bekommen und mehr Wachstum. Kostet aber 6000. Es dauert viele Runden. Dauert viele Runden, bis sich das gelohnt hat. Das ist ein Gebäude, was ich sehr gerne hätte. Wir brauchen gerade kein Wachstum und diese 6000 sind gerade nicht richtig dort investiert. Aber ich hätte es gerne irgendwann. Aber es sind zu viele Runden, die wir warten müssten. Karl Franz, du bist hier. Wir haben ein beschädigtes Gebäude in Kemperbad. Das reparieren wir. Zum Glück haben wir hier die Erweiterung abgebrochen. Außenposten verfügbar ist uns egal für den Moment. Und irgendwas ausbauen können wir nicht. Oder wollen wir nicht. In Grungzint könnten wir hier nochmal hochgehen beim Einkommensgebäude. Aber die Kontrolle ist natürlich entsprechend schlecht gerade. Aber ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass Rumpel hier nochmal den Schlenker macht. Heinrich Kemmler riecht das. Was hat er denn für eine Spürnase? Der hat das gerochen. Ja, was machen wir da? Wir können auch direkt auf den Schwarzstein posten, aber es sind 20 Mann, die da drin sind. Natürlich Skelettspeerträger. Nee, das machen wir nicht. Wir gehen weiter gen Osten mit Rumpel und werden hier Nullen einnehmen, Flensburg einnehmen und gegen Sylvania marschieren. Ich glaube, das ist in Ordnung und in Reichland haben wir mittlerweile auch eine okay Garnison. Das könnte auch besser sein, aber es ist schon mal ein Stück weit besser als zu Beginn. Okay, ich schaue nochmal, was ihr geschrieben habt. Niff sagt, sie werden alle das Feuer des Imperiums fürchten. Oh ja, das werden sie. Der dunkle Herrscher sagt, für 15 Sekunden bekommen alle Feinde Feuerschwäche. Jiros sagt, Schädel, Schädel, Schädel. Der dunkle Herrscher, so könnte ein schlechter Witz anfangen. Wo findet man zwei Ahnengeister? In der Tat. Also, was sich hier manchmal abspielt auf den Karten, ist wirklich unfassbar lustig. Vor allem, weil das manchmal auch wirklich Dinge sind, die man in Hunderten, manchmal sogar Tausenden von Stunden nie vorher gesehen hat. Und so ein Aufgebot hier, der auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also es ergibt ja noch nicht mal einen Sinn, dass die hier so klumpen. Ist schon sehr witzig. Also es gibt sicherlich Mechaniken dahinter, warum das hier so ist. Weil die sich gegenseitig sabotieren wollen und so weiter. Also die Feinde haben es ja mit Helmgard. Helmgard tatsächlich jetzt eine Festung, die zum dritten Mal angegriffen wird. Vollkommen kognitiv unterlegen vom Feind, um das nett auszudrücken. Ich weiß nicht, was das soll, aber wir machen das automatisch, wir nutzen das schamlos aus. Und dann macht Rumpel doch den Schlenker. Da macht er doch den Schlenker, machen wir. Wir nehmen das Geld mit, ist klar. Und Sartorius freut sich, was sind das für Truppen in Helmgard? Ja, in Helmgard haben wir natürlich auch ordentlich rein investiert, dass die Garnison ganz gut ist. Und die Feinde kamen jetzt nicht mit großen Elite-Armeen. Da hatte tatsächlich
Grom, der Fettsack, noch bessere Einheiten, würde ich sagen. Heinrich Kemmler hat ja jetzt hier wirklich Skelettkrieger reingeworfen ohne Ende. Sehen das auch hier, auch Zombies ohne Ende. Das sind ja nicht viele gute Einheiten, die er hat. Da helfen auch einmal Gespenster nichts. Oder hier Adalheider Bachmann als Vampirin. Das bringt nichts. Wir haben ihre Schwester getötet. Hannelore. Können Vampire sterben? Ich sag ja, denn wir haben Silberkugeln. Wir nutzen das schamlos aus und Rumpel wird nachsetzen. Rauf da, Rumpel! Hol dir Heinrich Kemmler, wir werden den dunklen Herrscher zeigen, was wir können. Jetzt nur mal die Frage an den dunklen Herrscher, möchtest du das wirklich sehen? Möchtest du das wirklich? Das ist doch eine Schmach für den Feind, wenn wir das spielen würden. Wir haben hier wirklich nur Skelette und Zombies, die alle gar nichts können und schön langsam sind. Gut für die Raketenlafette. Ja, die Vampirfledermäuse und die Hunde sind nochmal ein bisschen stressig, aber ansonsten ist das alles kein Problem. Heinrich Kemmler kann auch ein bisschen stressig werden. Aber die Frage geht jetzt tatsächlich an den dunklen Herrscher höchstpersönlich. Er hat mich herausgefordert und jetzt siehst du, dass der Bann entsprechend gebrochen ist. Mit Hellmann Gors hat man richtig krasse Zombies mit 35 Nahkampfangriff und fast 40 Abwehr. Das ist wirklich stark. Das ist ja hier fast Flagellanten-Level. Ja, ist Flagellanten-Level. Nur ein bisschen andere Werte, aber das ist schon stark. Satyrius würde die neue Artillerie gerne mal sehen. Okay, dann spielen wir das. Ist jetzt natürlich eine Degradierung des Feindes. Aber ich habe kein Problem damit, wenn man hier Heinrich Kemmler degradiert. Es gibt Schlimmeres. Der dunkle Herrscher sagt, nee, automatisch. Das war zu spät, dunkler Herrscher. Ach, es muss die letzte Schlacht im Stream sein, damit der Fluch wirkt. Ach so, das habe ich vergessen. Ja, okay, dann habe ich es jetzt ein bisschen gecheased, oder? Ja, dann müssen wir jetzt durch. Tut mir leid. Das habe ich leider verdrängt. Vielleicht finden wir noch einen anderen legendären Lord, damit das funktioniert. Ich denke, ja, wir werden schon noch einen anderen legendären Lord bekommen. Wir stellen uns auf, und zwar so, dass wir hier die Verstärkung abfangen können. Die kommt nach einer Minute. Ja, lohnt sich nicht so richtig. Oder? Ich würde sagen, nein. Also, wir stellen unsere vordere Schlachtreihe auf. Die Sache ist, dass die jetzt nicht so super stark ist und nicht so super breit ist. Der Feind hat ja nichts, um das zu kontern. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Wir stellen hier die Fernkämpfer direkt dahinter auf. Und diese Demigreifenritter werden hier diese Flanke abschirmen. Die werden die Flanke abschirmen. Und die hier sind auf eigener Mission. Ich würde die mal hier verstecken. Das hat gut geklappt mit dem Verstecken. Ich würde die mal hier verstecken. Wir können sie nicht hier verstecken. Okay, dann kommen sie hier. Ja, dann kommen sie hier einfach offen daneben. Das ist schon okay. Niffern Marvingen kommt auf die linke Seite und Rumpel kommt auf die rechte Seite. Unser unsterblicher Kommandant. Und jetzt wird's spannend, denn der Sonnenmacher kommt. Und der wird richtig gut treffen. Auch nicht perfekt. Das ist einfach so bei dieser Art von Artillerie. Aber der wird gut treffen und er sieht auch cool aus. Wir schauen uns das mal genauer an. Hier sehen wir das. Ist Regiments of Renown. Eigentlich sehen die nicht ganz so fancy aus. Also es ist eigentlich nicht so ein Marinetrupp, wie wir ihn hier sehen. Aber vom Stil her, vom Modell her, ist es derselbe. Hier sehen wir die Raketen. Schön ausstaffiert. Und die werden gleich richtig viel abfeuern. Und das wird sehr, sehr böse aussehen. Die sind nicht ganz so übermächtig wie jene, die wir von Napoleon Total War kennen. Aber die waren noch abartig schwierig. Also abartig stark. Viel zu stark, wenn ihr mich fragt. Wir gruppieren hier noch ein bisschen fröhlich rum und starten das Gefecht. Und werden gleich natürlich hier auf Zeitlupe gehen und uns das hier ganz, ganz in Ruhe anschauen. Wie hier dieser Feuerregen auf den Feind prallt. Pause. Habt ihr keine Reichweite?
Das habe ich ja gut aufgestellt. Dann geht man ein bisschen nach vorne, bitte. Und hier werden wir auch nochmal ein Stück nach vorne gehen. Okay, das funktioniert so nicht. Hier werden wir auch noch ein Stück nach vorne gehen. Und ihr werdet auch noch ein Stück nach vorne gehen. Ihr geht auch noch ein Stück nach vorne. Und dann funktioniert das gleich. Einmal kurz auf Vorspulen. Und jetzt, jetzt werdet ihr sehen, wie die Feuerraketen den Himmel in Asche legen. In Asche legen. In Asche legen. Oder auch nicht. Haben wir wieder keine Reichweite. Eigentlich müsste es gehen. Aber ihr kommt gerne noch ein Stück weiter nach vorne. Machen wir. Alles für den Moment. So, der Feind kommt hier mit Verstärkung. Aber jetzt, jetzt sollten wir Reichweite haben. Kommt schon. Wo gehen wir rauf? Ist eigentlich egal. Auf die Gespenster wäre natürlich toll, aber die sind hier nicht richtig in Reichweite. Wir wollen uns das erstmal anschauen. Und hier sehen wir die erste Salve. Und die werden wahrscheinlich zum Teil hier auch abprallen an den Bäumen. Nein. Und die treffen schon deutlich besser, das sehen wir. Also auch viele daneben, aber es treffen auch einige. Und das war nur die erste Salve, da kommt schon die nächste. Und so schlagen sie dann ein. Wunderbar. Da haben hier die Feinde nicht wirklich was zu lachen. Rennen panisch hin und her. Und wir sehen das auch. Das hier ist kein koordiniertes Wegrennen, sondern das ist Panik. Das ist Panik pur. Also so läuft doch kein normaler Mensch. Und hier werden die Feuerziele gut erweitert und das sieht eigentlich ganz schön aus. Wir lassen den Feind kommen, solange kann die Rakete schießen und hat auch schon 21 Skelette getötet. Sehr, sehr schön. Das funktioniert ganz gut. Und hier treffen die nächsten entsprechend ein. Sehr, sehr toll. So. Der dunkle Herrscher sagt, also du hast den Fluch herausgefordert. Jetzt wird er auf jeden Fall wirken. Ich werde trotzdem alles versuchen, um diesen Fluch irgendwie zu brechen, um ihn irgendwie zu bändigen. Krak Jorgensen muss kurz AFK und sieht dann hier den Sunmaker, der jetzt natürlich nicht perfekt eingesetzt werden kann. Wir werden auch mal kurz sagen, dass er aufhören soll. Vielleicht können wir gleich schön Geister damit angreifen oder vielleicht gibt es hier noch andere spannende Einheiten, die wir angreifen können. Und Krak Jorgensen sagt, vielleicht gibt es auch kein Friendly Fire, weil die Jungs nicht schießen wollen. Das könnte auch sein. Und der dunkle Herrscher sagt, lass das Feuer regnen. Lol, seit wann haben Geister eine Barriere? Das haben sie nicht nativ. Das haben sie nicht nativ. Aber hier haben sie das. Und ich glaube auch im Kampf gegen Vlad hatten sie welche. Aber wir können die gleich definitiv anvisieren. Aber hier so ein Blob wäre eigentlich ganz schön. Wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Und gucken mal, ob wir hier jetzt schön raufschießen können. Also wir haben hier viele Zombies, Skelettkrieger, Zombies. Nehmen wir mal hier diese Einheit. Das ist ja sozusagen, wenn man so will, die Generalseinheit der Verbündeten. Und wenn wir hier ein bisschen Glück haben, wird sich das hier richtig schön verteilen. Weil wir haben hier einen großen Blob an Feinden. Die Bäume sind ein bisschen schwierig an dieser Stelle. Da können einige Raketen gegenfliegen, aber das sieht ganz gut aus. Hier viel erwischt, obwohl wir hier raufgezogen haben. Es wurde hier vorne auch einiges erwischt. Jetzt sieht man natürlich, wie mächtig das ist, dass es auch teilweise mal ein bisschen ungenau sein kann. Hier würde selbst ein Mörser treffen, würde ich behaupten. Gerüchten zu folgen, aber selbst dann nicht. Zephyco Grey sagt, das ist eine neue Forschung, denen die Barriere gibt. Vielen Dank für die Aufklärung an dieser Stelle. Unser Therius sagt, oh, das kracht jetzt. Oh ja, das wird jetzt richtig schön hier einschlagen. Das sieht wunderschön aus. Wir gehen mal hier rauf, damit wir hier weiter noch
in dem großen Blob sind. Und der Feind hat nicht so richtig Lust anzugreifen, naja, so ein bisschen. Also er will hier sich ein bisschen verschieben, aber das können wir genauso. Das ist uns ja egal, ob er sich verschiebt. Dann machen wir das auch. Denn die Sicherungen an den Seiten, die bleiben ja vorhanden. Die bleiben ja. Da ändert sich ja nichts. So, stellen wir uns auch ein bisschen schräger auf. Soll der Feind kommen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und also das ist schon nicht ganz schlau, was der Feind hier macht. Wir haben hier auch noch Adelheider Bachmann natürlich. Was sein kann, ist, dass Heinrich Kemmler hier ein bisschen auf Zeit spielt, um seine Einheiten zu heilen, aber das lohnt sich nicht so richtig. Er sollte eigentlich in den Angriff reingehen, macht er aber nicht. Gleich haben wir die Batterie leer geschossen. Und wenn das soweit ist, das ist jetzt soweit, können wir ihn vielleicht auch gar nicht mehr locken. An dieser Stelle würde ich sie sogar fliehen lassen. Aber das machen wir erst, wenn hier die Fledermäuse nicht da sind. Wobei, wir können ihm mal ein Geleit geben. Wir bringen mal die Kavallerie hier hin. Und dann geben wir dem ein bisschen Geleit. Und dann werden die hier entsprechend fliehen vom Schlachtfeld. Und dann können wir in den Angriff gehen. Und die sterben nicht. Das ist doch eine gute Sache. Denn was man bedenken muss, wenn diese Station hier zerstört werden, ist das nicht schlimm. Aber wenn die Menschen hier sterben, dann ist die ganze Einheit kaputt. Das wollen wir nicht. Und deswegen werden wir sie jetzt begleiten. Also, ihr geht jetzt hier an die Grenze, dann werde ich euch den Fluchtbefehl geben. Und die Kavallerie, sie geht hier schön voran. Sieht auch ein bisschen episch aus, oder? So ein Geleit hätte ich auch gerne. So ein Geleit vom Schlachtfeld. Und Heinrich Kemmler bewegt sich tatsächlich. Okay, das heißt, wir können hier gleich tatsächlich auch in den Angriff gehen, aber die sollten wir hier noch weg eskortieren. Die rennen zwar, aber so richtig schnell sind sie nicht. Die sind dafür da, hier irgendwelche Raketen anzuzünden, aber sie sind nicht dafür da, um zu rennen. Naja, dafür eskortieren wir sie ja. Wir können ihnen auch jetzt den Fluchtbefehl mal geben. Und dann laufen die Kavallerieeinheiten auch bereits hier hin. Und dann sollte das alles passen. Und jetzt kommen hier schon die Beschüsse von uns. Das ist sehr, sehr cool. Denn der Feind hat eigentlich nicht viel, um das auch nur im Ansatz hier zu verteidigen. Die Musketen gehen sogar auf die Skelettkrieger, das ist richtig. Aber, ja, wie gesagt, ist ein sehr, sehr einfacher Kampf. Aber so haben wir mal die Feuerraketen gesehen. Und das ist doch auch schon mal viel wert. Hier bewegt sich der Feind. Und die Fledermäuse gehen hier in den Nahkampf rein. Das war zu erwarten. Und die Geister, die wollen hier eventuell die Sonnenmacher noch abfangen. Aber die haben es geschafft. Die Ritter des Imperiums haben keine Lust auf diesen Kampf. Und werden sich jetzt hier reinstürzen, während die Demi greifen, sich die Gespenster schnappen. Komm, ihr schafft das. Schnell vorbei hier. Und dann auf die Fledermäuse. Und dann sind selbst die Bogenschützen gerettet. Und hier gehen wir natürlich auch schön von hinten rein. Die Ritter des Imperiums werden schön umrunden. Alles wunderbar. Es klappt gut. Und hier die Geister werden auch auseinandergenommen von den Demigreifenreitern. Das sieht richtig, richtig schön aus. Richtig, richtig gut. Ich freue mich. Sehr, sehr cool. So. Wir werden jetzt hier nochmal reinstürmen in die Zombies. Nicht die beste Wahl. Wir greifen noch nicht breit an. Aber es ist ja eh ein bisschen zum Spaß, was wir hier sehen. Und es wird spaßig sein, was wir jetzt hier sehen. Schaut euch das an. Naja. Ein paar sind geflogen, immerhin. Wo ist Heinrich Kemmler? Da ist er. Den könnten wir jetzt mal angreifen. Das könnte Niffern Marvingen machen und auch Rumpel höchstpersönlich. Und die Ritter hier, ja, die sind auch eigentlich arbeitslos mittlerweile, können hier auch nochmal in den Rücken fallen. Dann ist alles hier erledigt. Die Gespenster sind tot, haben hier aber gut Schaden gemacht an den Demigreifenrittern, die natürlich keinen magischen Schaden haben. Den bräuchte man an dieser Stelle.
Und alle Fernkämpfer gehen mal hier entsprechend auf Krell, der von Heinrich Kemmler natürlich dazugeholt wurde. Und der sollte dann auch gleich kein Problem mehr sein. Und Niffern Marvingen holt mal alle Buffs raus, die er so hat. Ist aber gar nicht da, wo er sein soll. Hat sich noch ein bisschen Auszeit gegönnt. Und dann sind wir an dieser Stelle mit diesem Kampf durch und haben gewonnen. Und hier können auch mal die Ritter des Imperiums schön von hinten reingehen. Schön von hinten in die Schlachtmeute rein. Und das war's. Aber Krell schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Hier, da ist er. Das ist Krell. Der treue Begleiter von Heinrich Kemmler. Trifft zwar nicht ganz, aber es reicht dennoch aus, um hier mit dem Hiebschwung entsprechend noch jemanden durch die Lüfte zu schmeißen. Aber der sollte jetzt sterben und damit ist die Schlacht gewonnen. Knapper Sieg, Gefecht beenden, wunderbar. Und Rumpel hat nochmal den Command ausprobiert, GNG. Das ist ein Indie-Spiel von einem befreundeten Indie-Entwickler. Seit 2009 sitzt er an diesem Spiel als Hobbyprojekt. Und das kann man kostenlos anspielen, ist ein Tower-Defense-Spiel. Und, also man kann es nicht kostenlos anspielen, man kann es komplett kostenlos spielen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine nette Geste, wenn man das hier nochmal mit anbringt und darauf aufmerksam macht. Wer auf Oldschool-Tower-Defense steht, der kann sich das definitiv mal anschauen. Ich habe es auf jeden Fall durchgespielt, jedenfalls alle 15 Level, die momentan in der Alpha verfügbar sind. Und Satyrius sagt, aua, so eine große Axt im Rücken tut doch weh. Also ich will sie nicht im Rücken haben, aber zum Glück hat er sich ja um die Bauernbogenschützen gekümmert und wir wissen ja, die Bauern können wir schon vorschicken bei sowas. Die sind ja nicht so wichtig. Die sind ja entbehrlich. Es sind nur Bauern. Und wenn wir ehrlich sind, sind sie effektiver als Adlige, wenn ich an die Schlacht denke, wo die Adligen aufgestanden sind bei Festung Berg Bres. Also wir haben gelernt hier bei Total War Warhammer 3, Bauern sind nicht wirklich hilfreich, aber Adlige noch weniger und wir nehmen hier das schöne Geld mit. Heinrich Kemmler ist besiegt und wir werden hier ja Montfort angreifen, aber ich würde es ungern einnehmen, ehrlich gesagt. Weil das hier zu nah an diesem Feind ist und dann müssen wir uns auch noch um diese Ecke hier kümmern. Das möchte ich eigentlich nicht. Das möchte ich eigentlich nicht, deswegen rauben wir das nur aus. Das machen wir automatisch. Und wir rauben das aus oder wir reißen es nieder, könnten wir auch machen. Wir rauben es nur aus. Wir nehmen das Geld mit und verschwinden. Adal Haider ist in der Schlacht gestorben, ja. Und Heinrich Kemmler natürlich entsprechend verwundet. Das ist sehr, sehr schön. Ja, Karak Ziflin können wir jetzt nicht mehr einnehmen. Schwarzsteinposten könnte man sich überlegen. Wollen wir das einnehmen? Oder wollen wir das nicht einnehmen? Ich meine, wenn die vampirische Korruption jetzt eh runtergeht, weil Karak Ziflin hier ist, also weil Koron Karak Ziflin eingenommen hat, dann könnte das hier vielleicht auch so passen mit der öffentlichen Ordnung. Ich meine, die Korruption macht schon 7 aus. Minus 7 macht nur die Korruption aus. Das könnte man mal ausprobieren, ob das reicht. Dann würde ich den Schwarzsteinposten jetzt nicht angreifen, damit wir uns hier nämlich nicht angreifbar machen, sondern nur Heimgard haben. Als Station, wo sich dann Grom die Zähne ausbeißen kann. Und dann bleiben wir hier mit Feldherr Rumpel und Karl Franz kann sicherlich auch noch ein bisschen was machen. Und das sehen wir hier. Also erstmal Lord Protector Kyler bekommt an dieser Stelle, ja, was bekommt er? Bekommt Buffs, um zu treffen oder Buffs, um nicht getroffen zu werden. Ich glaube, die Nahkampfabwehr ist für ihn erstmal wichtiger. Er hatte nur 40 Nahkampfabwehr. Das ist nicht so super stark, damit er nicht ganz so schnell stirbt. Und wir könnten uns überlegen, ob wir dann langsam hier hinziehen. Könnte man sich überlegen. Aber wir haben hier natürlich überall Verschleiß. Aber hier hinziehen und in den Hinterhaltsmodus gehen, wäre cool. Das wäre wirklich cool. Aber wir haben gerade nicht so richtig die Möglichkeiten.
Direkt angreifen wird nicht klappen. Hier ist eine 20er-Armee und hier ist eine 9er Garnison drin. Das wird schwierig sein. Eigentlich muss Rumpel dazustoßen, dann passt das auch schon. Deswegen gehen wir zurück nach Grünburg. Dann bekommen wir auch mehr Geld. Und Camperbad bleibt hier stehen mit minus 95 Kontrolle. Dann gehen wir eine Runde später wieder hier hin. Und im besten Fall wird er sich sowieso dahin bewegen im Gewaltmarsch. Und was er für eine Armee dabei hat, verstehe ich auch nicht so richtig. Das ist eine richtig schlechte Armee. Aber in der Masse an Bogenschützen natürlich schon stark in einer Verteidigungsschlacht. Okay, Rumpel wird hier dazustoßen, dann werden wir dort weiter voranschreiten. Jetzt sieht es ganz gut aus mit dem Geld. Deswegen könnte man sich überlegen, ob man hier weiter ausbaut. Oder wir schauen uns das erstmal an, was hier noch passiert. Wir schauen uns das erstmal noch an und genießen hier die plus 2 Gebäude, die uns gutes Geld reinbringen. Und werden in Altdorf upgraden. Und zwar unter anderem das hier. Dann können wir die Höllenfeuer-Salvenkanonen holen. Wenn die richtig angewendet werden, sind die unfassbar stark. Aber wenn man sie falsch anwendet, machen die gar keinen Schaden, weil sie sofort überrannt werden. Oder ein Dampfpanzer, auf den muss man nicht so richtig aufpassen. Finde ich gut. Wir gehen mal hier in die Technikus-Werkstatt rein. Ja, was wäre hier die Alternative? Altdorfer Magierakademien. Und das würde uns dann das Luminarium geben. Hier sehen wir das. Luminarium des Hüsch. Ja. Auch eine tolle Variante. Was wollt ihr sehen? Dampfpanzer oder das Luminarium? Ich überlasse euch mal die Wahl an der Stelle. Und ein Camperbad wird er nicht sofort ankommen. Deswegen können wir hier nochmal das hier upgraden. Damit hier auch endlich ein Kontrollgebäude reinkommt und hier das Weberhaus geupgradet werden kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann wird das hier so ein bisschen selbstständiger. Gerade weil wir jetzt erstmal nicht Richtung Talapheim uns ausbreiten werden, sondern Richtung Stirland an dieser Stelle. Und ihr seid euch einig, ihr wollt den Panzer sehen. Dann werdet ihr den Panzer sehen. Auf zur Technikus-Werkstatt. Wird ja auch nicht Ewigkeiten dauern, bis wir uns dann das Luminarium holen können. Es sieht momentan ziemlich gut aus. Der dunkle Herrscher sagt, ich bin für einen Blutdürster. Ja, ich würde sagen, dass das auch ein Blutdürster ist, der Panzer. Aber Rumpel sagt Panzer, Sartorius sagt Panzer und Zephyku Grey sagt sogar ganz klar, es muss der Panzer sein. Den Panzer, den werden wir uns noch in die Armee holen. Das wird ziemlich cool. Das wird richtig, richtig gut. Ja, der dunkle Herrscher erwartet hier noch auf den legendären Lord, der uns in die Schranken weisen könnte. Aber er bleibt bisher aus. Wo ist er, der legendäre Lord? Wo bleibt er? Was macht er da? Und der dunkle Herrscher sagt, dann kann man ihn ja Blutdürster nennen. Das ist eine gute Idee. Denn man kann auch einzelne Einheitentypen benennen. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Das machen wir. Wenn ich dran denke. Ansonsten muss ich mich nochmal ganz charmant darauf hinweisen, dass ich es vergessen habe. Charmant werden wir auch darauf hingewiesen, dass ein Fremder kommt. Und wir nehmen hier definitiv den Schutz mit. Denn das bringt auch hier Grung Zint etwas. Deswegen nehmen wir das an der Stelle mit. Konföderation angeboten von Middenland. Wir lehnen das ab, damit wir hier weiter in die Autorität reinkommen, weil sonst wären wir bei minus 9. Das wäre ein bisschen heikel. Das wollen wir nicht. Und es sieht alles sehr, sehr gut aus. Es sieht alles fast schon zu gut aus. Hervorragend. Ja, wir können hier tatsächlich ein Gebäude noch upgraden. Wir nehmen die Schneidergilde, weil die günstiger ist an dieser Stelle. Sehr schön. Und Rumpel macht das, was er am besten kann. Und zwar rennen. Auf geht's. Und da wir hier uns auch in unseren eigenen Reihen befinden und Reikland ganz gut abgesichert ist zum jetzigen Zeitpunkt, sollte das funktionieren. Imperator Karl Franz
Beschützt du weiter Camperbad? Oder holst du dir Nullen? Ich würde sagen, du beschützt Camperbad, weil hier sonst eine Rebellion stattfinden wird. Und dann kann Rumpel sich Nullen holen und dann werden wir Flensburg von zwei Seiten umarmen. Und Weisenburg gehört nicht mehr Clan Angrund, sondern Dürthu, his persönlich, ist hier. Und Clan Angrund scheint sich hier ein bisschen bei Balthasar Gate rumzutreiben. Wahrscheinlich hat er sich zurückgezogen, hätte ich aber auch gemacht, wenn ich so viele schwache Einheiten dabei gehabt hätte. Das ist schon fast peinlich, Beligar. Karak-8-Gipfel wird so sicherlich nicht eingenommen werden, aber du bist ja Ewigkeiten entfernt davon. Und schaut mal hier, was hier passiert. Arkendorf, weit der Finsternis. Die Oger haben sich ganz schön ausgebreitet. Naja, was heißt ausgebreitet? Sind sie nur hier? Aber hier sollten sie eigentlich nicht sein. Das ist auch spannend. Direkt vor Karas Akrak. Und die sind sogar im Krieg gegeneinander. Thorgrim und Skrak. Das ist spannend. Das ist eine spannende Entwicklung, was wir hier sehen. Das mit Dürthu ist auch super spannend, was wir hier sehen, aber das hinterfrage ich mittlerweile nicht mehr. Und ansonsten, wir haben wirklich heute sehr, sehr ruhige Zeiten, muss man sagen. Sehr, sehr ruhig heute unterwegs. Wir haben kaum Bedrohungen und die, die kommen, sind sehr, sehr gut machbar. Wir beenden die Runde. Und ich schaue nochmal rein, was der dunkle Herrscher geschrieben hat. Denn der versucht uns natürlich hier hinter das Licht zu führen. Er versucht uns zu verführen. Aber es wird ihm nicht gelingen. Er sagt, klar, komm mit deinem nächsten Stream vorbei und hau dir den Namen nochmal vor die Nase. Ja, erstmal wird es ja so sein, dass wir hier an dieser Stelle diese Kampagne pausieren werden, weil es ab morgen dann weitergeht mit Belakor. Wir werden ganz sicherlich nicht in den Krieg gehen gegen Skrak, denn der ist mir jetzt viel zu nahe gekommen. Und sonst schmiedet er noch ein Bündnis mit den Vampirfürsten oder so. Das wäre schon echt nichts, was ich mir wünschen würde. Der dunkle Herrscher ist auch schon seit 7 Tagen und 12 Stunden dabei. Und er freut sich auf Belakor. Ja, morgen Update 2.1. Die meisten Änderungen sehen wir dann tatsächlich bei Belakor, deswegen schauen wir da direkt mal rein. Und es gibt eine Konföderation. Nomaden des brennenden Windes wurden konföderiert von Zhao Ming, dem Eisendrachen. Und ich glaube, das ist schon die zweite Konföderation, die Zhao Ming hier vornimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass der mittlerweile richtig groß ist, aber wir sehen ihn natürlich nicht. Aber wir sehen hier auch sehr, sehr viel zerstörte Landen. Alles hier zerstört. Nur noch eine Ruine hier. Östlich der Zwerge. Irgendwann werden hier keine Ruinen sein, sondern die Chaos-Zwerge. Die werden dann aber auch hier schön den Zwergen die Gebiete streitig machen. Das wird richtig cool, da freue ich mich schon drauf. Könnte vielleicht schon dieses Jahr was werden. Müssen wir mal schauen, wie weit CA kommt. Wie weit kommen wir, ist die Frage. Denn Alberich Haupt Andersen denkt, dass er hier Nullen angreifen könnte, aber Kai Franz könnte tatsächlich unterstützen. Bedeutet, Väter Rumpel, du wirst Nullen einnehmen an dieser Stelle. Und Kai Franz wird zur Unterstützung kommen. Dann hat Alberich Haupt Andersen so gar nichts zu melden. Nullen ist unser. Und hier schauen wir uns nochmal das Gebäude an im Gebäudebrowser, welches wir unbedingt haben wollen. Das ist die Nullner Artillerieschule. Wir sehen minus 15% Rekrutierungskosten, minus 10% Unterhalt. Das ist so stark. Und die Garnison, die auch noch zur Verfügung gestellt wird, ist auch noch stark. Und wenn wir Artillerie holen, startet sie auf einem höheren Rang, dann treffen selbst die Mörser manchmal den ein oder anderen Bauern. Müssen wir mal schauen. Also Imperator Karl Franz, du wirst hier runtergehen, um Rumpel entsprechend zu unterstützen. Dass Alberich hier nicht auf falsche Gedanken kommt, das ist ganz, ganz wichtig. Und Väter Rumpel hat hier noch Niff van Marwingen an seiner Seite. Und Niff van Marwingen bekommt... Ja, also... Eigentlich würde ich ihm, glaube ich, Hartnäckigkeit geben, aber
Roleplay-mäßig braucht er mehr Rüstung. Ganz klar. Er braucht mehr Rüstung. 9 graden wir direkt ab. Sehr schön, es läuft sehr gut gerade. Camper Butt natürlich gleich wieder vor einer Rebellion, das kennen wir bereits. Aber das können wir auch annehmen und damit können wir auch umgehen. Grung Zint hier oben an dieser Stelle. Ein bisschen schlechte öffentliche Ordnung. Man könnte das Einkommen mal für eine Runde aussetzen, damit das nicht ganz so schnell runtergeht. Die vampirische Korruption, wenn die runtergeht, wäre das eine tolle Sache. Aber die Bretonen bzw. Koron scheint hier richtig Party zu feiern mit ein paar Vampiren. Okay, hier ist richtig viel los mit Agenten, aber die könnten sich eigentlich den Schwarzsteinposten holen. Wir sehen hier keinen Heinrich Kemmler, die sind geschwächt. Auch Montfort, ich weiß nicht, warum die sich da nichts holen. Es wäre so einfach. Aber okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Außenposten ist verfügbar. Damit können wir gut leben. Wir warten hier kurz ab und dann ist Flensburg dran. Es läuft wirklich wie geschmiert. Als hätten wir zu Sigmar gesprochen. Wahnsinn. Wir beenden die Runde. Der dunkle Herrscher hat natürlich schon seine erste Kampagne fertig mit Belakor. Und er sagt, wenn wir mal eine Schlacht machen sollten, dann hau ich dir mit meinem eigenen Charakter die Hucke voll. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass wir Belakor auf den Boden der Tatsachen zurückholen, denn ich habe Belakor schon einst besiegt mit Xiaoming dem Eisendrachen auf Legendär in der Reiche des Chaos-Kampagne und es war eine nicht sehr knappe Schlacht. Old Boy, Philosopher sagt, Belakor's nice, aber treibt der sich nicht bei diesem primitiven Nostral-Opithecus herum? Der ist bei Albion, startet der. Und der dunkle Herrscher sagt, der hat schon Tyrion verprügelt. Ja, Ulthuan ist nicht ganz so weit. Das ist ja vielleicht auch ein Ziel für uns. Ulthuan, da hätten wir aber auch einen Kari. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das Imperium ist noch ein bisschen interessanter, wegen der Mechanik der Unterwerfung. Aber müssen wir mal schauen, wie sich die Kampagne entwickeln wird. Aber hier entwickelt sich als allererstes ein wenig kurfürstliche Gier. Während die Armeen des Imperators marschieren, treiben die Adligen untereinander Handel und beanspruchen große Landstücke für sich. Sollte nicht der einfache Mann, der tapfere Soldat, einen Bauernhof erhalten, auf den er im Alter ziehen kann? Ja, könnten wir machen. Wir könnten ihn ziehen lassen. Und würden dann Kontrollmali bekommen. Das könnte uns momentan nicht so richtig passen. Was wäre die Alternative? Wir könnten ja könnten sie herrschen lassen. Das kostet was und Führerschaft beim Kampf gegen Menschen brauchen wir. Wir nehmen es zurück, würde ich sagen. Wir nehmen es zurück. Denn ich kann hier gerade nicht gebrauchen, dass wir im Kampf gegen Flensburg versagen werden. Das wäre wirklich ganz peinlich. Ich könnte sonst nie wieder vor euch treten. Nie wieder. Versorgungswagen wäre ganz interessant, dann hätten wir mehr Rekrutierungskapazitäten. Ja, wäre nicht verkehrt. Weniger Korruption wäre auch nicht verkehrt für Grung Zint. Könnte man auch machen. Was wären die Alternativen? Ich glaube, hier oben haben wir erstmal alles geholt, was wir holen können. Bisschen Geschossresistenz für den Dampfpanzer, Munition für Artillerie. Alles nett, alles schön und gut. Aber Angriffsbonus für Kavallerie kann man alles überlegen. Aber vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle mal den Versorgungswagen nehmen, damit wir schneller eine Armee aufstellen können, wenn es denn notwendig wird. Deswegen gehen wir mal hier rauf. Und der dunkle Herrscher fragt, Flensburg ist die letzte Schlacht des Streams? Wir werden sehen. Ja, ich muss auf jeden Fall heute ein bisschen vernünftiger sein, damit ich morgen nicht umkippe,
wenn wir uns dann der großen Schlacht Konklave mit Belacor stellen werden. Komm wieder hier nicht ran. Das ist immer so ärgerlich, wenn es ganz knapp nicht funktioniert. Wir gehen mit Karl Franz mal ein Stück weit vor und gehen dann in die Lagerstellung, damit wir hier keinen Verschleiß erleiden. Und Feldherr Rumpel kommt dementsprechend natürlich auch nicht ran und wird dem gleichkommen. Dann können wir uns hier gegenseitig unterstützen. Er kann auch ein bisschen seine geschwächte Armee upgraden, wobei wir können definitiv mal Karl Franz hier die Einheiten rübergeben, die wir rübergeben wollen. Dann zahlen wir auch weniger Unterhalt. Das sind einmal hier die Demigreifenritter. Das ist hier der Sonnenmacher. Und das sind hier die Silberkugeln. Einmal rüber. Hat Karl Franz jetzt eine 18er Armee. Und Feldherr Rumpel geht hier in die Lagerstellung. Hat weniger Einheiten jetzt. Hat noch ein bisschen Kavallerie. Das ist aber alles in Ordnung. Ich glaube, diese Armee ist okay für Rumpel, für den Anfang. Und Karl Franz wird hier diese Demigreifenritter mit Hilebarden erst einmal behalten. Die sind ja auch schon Rang 5. Es wäre schade, wenn wir die jetzt wegschmeißen würden. Aber die werden irgendwann wahrscheinlich weichen gegen die Ritter des Sonnenordens. Für den Moment ist es sehr stark. Wir haben jetzt natürlich hier Mörser, zwei Stück und einen Sonnenmacher. Die Mörser müssen weg. Aber die kommen weg, sobald wir hier ein paar Schlachten geschlagen haben. Für den Moment nehmen wir die nochmal mit. Ich glaube, das ist okay. Rebellion steht bevor in Kemperbad. Wissen wir, können wir gerade nichts machen. Und in Altdorf wird hier noch das Gebäude für die Dampfpanzer gebaut. Im Grung Zint können wir noch weiter upgraden. Das machen wir jetzt noch nicht, weil wir das ganze Geld, was wir gerade haben, ausgeben würden. Und der Nullen wird gerade geupgradet. Wir gehen eine Runde weiter. Sehr, sehr schön. Und Niff sagt, eine Schlacht zum Finale klingt generell gut. Das mit der Niederlage muss aber nicht zur Tradition werden. Welche Niederlage? Ich erinnere mich nicht. Zhao Ming möchte ein Handelsabkommen. Ich bin sowas von dabei. Cool. Sehr gerne, Zhao Ming. Mögen deine Karawanen Gold, Gewürze, ja, und Jadekuchen ins Imperium bringen. Möge Reikland in Jadekuchen versinken. Und der dunkle Herrscher sagt, es ist ein Fluch und keine Tradition. Satyrus sagt, er stimmt dem zu. Der dunkle Herrscher sagt, er kann den Fluch nur versuchen zu brechen. Ich werde es versuchen. Niff-Marf sagt, dann brauchen wir eben etwas, den Fluch zu brechen. Der dunkle Herrscher sagt, oder ich muss den Stream vor der letzten Schlacht verlassen. Er wirkt nur bei meiner Anwesenheit. Niff sagt, oh je, unser Imperator hat Gedächtnislücken vor lauter Kuchen. Und der dunkle Herrscher nimmt mich auf die Schippe und sagt, Zhao Ming. Aber ich spreche ihn weiterhin Zhao Ming aus. Das Ende ist nahe. Oh mein Gott. Also wenn das kein Cliffhanger ist. Die Pyramide erwacht. Die schwarze Pyramide des Nagash wird von den Winden der Magie umkreist. Ein Vorbote dunkler Zeiten. Irgendwas geht dort drin vor sich. Das Ende ist nahe. Der Countdown für ein kurz bevorstehendes umwälzendes Ereignis hat begonnen. Seine Konsequenzen werden enthüllt, sobald der Sand der Zeit verronnen ist. Die Pyramide erwacht. Jetzt wäre interessant, wer gerade die Pyramide hält. Denn das macht ja einen gewaltigen Unterschied tatsächlich. Wenn Setra die hält, dann wird Setra vollkommen durchdrehen. Anhalten und suchen. Ein Anstieg des Banditentums auf den Landstraßen hat dazu geführt, dass neue Erlasse eingeführt werden, um die Sicherheitsmaßnahmen auf allen Handelsstraßen, die die Grenzen der Staaten überqueren, zu verschärfen. Durch neue Sperrstunden für Landstraßen, härteren Patrouillen und häufigeren Stichprobenverfahren erschweren die erhöhten Bewegungseinschränkungen den Handel für manche Staaten mehr als für andere. Somit können weniger Staaten vom Holdenkuchen aus dem schönen Stirland profitieren. Deshalb mussten diverse Händler in Stirland
aufgrund der neuen Auflagen ihr Geschäft aufgeben, was weniger Marktplätze und stetig ansteigende Armut zur Folge hat. Es steht in eurer Macht, an ein paar Fäden zu ziehen und die Händler von Stirland von den neuen Erlassen auszuschließen, solltet ihr euch in der Lage sehen, dies zu tun. Wenn wir das machen, dann steigt die Lehnstreue, aber wir sind ja gerade mit Stirland im Krieg, wenn ich das richtig sehe. Deswegen ist mir das eigentlich relativ egal. Und deshalb unternehme ich mal nichts. Es ist ihre Schuld, dass sie keinen Obstkuchen haben. Der dunkle Herrscher sagt, also wenn weder Setra noch Manfred die Pyramide halten, dann wird sie automatisch den Gruftkönigen zurückgegeben. Mehrere Armeen und sie drehen durch. Ja, absolut. Die Startfraktion ist das dann, die das zurückbekommt. Das ist, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. König Ophtos oder so heißt er. Aber wir können hier gerade die schwarze Pyramide nicht sehen. Wo ist sie? Hier ist sie ungefähr, oder? Irgendwie hier müsste sie sein. Ja, wir können sie leider nicht einsehen. Schade. Schade, schade, schade. Bin gespannt, wer hier gleich durchdrehen wird. Und ich hoffe, dass es Heinrich Kemmler nicht Auftrieb geben wird. Das wird ganz, ganz wichtig sein. So, unsere Grenzen sind weiterhin beschützt. Ich weiß auch nicht, was Festus hier oben macht. Der scheint sich ja hier nicht erholen zu können nach unseren heroischen Siegen hier oben. Aber er selbst ist natürlich auch mit einem Krieg hier gegen Dryker. Er ist im Krieg gegen Marienburg, ist ja klar. Und so langsam kommt auch Boris Wüterich wieder aus seinem Loch heraus. Das hat aber lange gedauert. 5 Mann hat er jetzt wenigstens. Vielleicht hat es ja ein bisschen geholfen, dass wir Kasrek hier zurückgeschlagen haben. Haben wir Kasrek überhaupt ausgelöscht dadurch? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Das könnte sein, dass hier wir durch die Einnahme von Grungzind Kasrek tatsächlich getötet haben. Das kann wirklich sein. Okay, ich will mich nicht beschweren, ehrlich gesagt. Und wir haben nochmal ein Level-Up bei Lichtus, dem Funzligen. Und jetzt gehen wir in Feuer und Flamme rein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nullen ist alles okay. Kemperbad hier oben ist eine Rebellionsarmee. In Kemperbad könnten wir jetzt ein Wachhaus bauen. Machen wir natürlich nicht. Wir warten jetzt erstmal ab, was hier passiert. Aber das ist soweit okay. Dann würde ich sagen, greifen wir Flensburg an. Aber die Frage ist, ob wir das wirklich spielen brauchen, weil das ist eigentlich ein Selbstläufer hier in Flensburg. Das ist eigentlich wirklich ein Selbstläufer. Schaut mal, alleine mit Imperator Karl Franz würde uns hier ein knapper Sieg vorhergesagt werden. Aber er umkreist ja nur, denn Rumpel kommt ja auch noch mit dazu. Besten so, dass er danach wieder in die Lagerstellung gehen kann. Perfekt. Also ich glaube, das lohnt sich nicht so richtig zum Spielen, aber hätten wir hier noch eine andere Armee, mit der wir uns anlegen könnten. Balthasar Geld, aber ich schätze mal, er hatte eine ziemlich starke Armee, kann ich mir gut vorstellen. Müssen wir mal schauen. Niff sagt, Neid für den Obstkuchen ist verständlich, aber nicht annehmbar. Also alles richtig gemacht. Astinos ist wieder da. Hallo nochmal, ich war bis eben im Gasthaus und hab wahrscheinlich alles verpasst. Sind wir Halblinge befreit? Guck mal ganz kurz weg. Ja. Schau mal hier. Ganz eindeutig eine Stadt des Imperiums. Also hier, wenn du hier einmal schaust. Sieht auch sehr glücklich aus. Wir sehen hier keine Rauchschwaden drüber. Alles grün und bunt drumherum. Also du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Das Mondland ist befreit. Super schön. Super, super schön. Der dunkle Herrscher sagt, muss man einen Helden darunter schicken. Nope, nur Gruftkönige drehen durch, Vampire sind nochmal was anderes. Niff sagt, ihm ging wohl ein Lichtlein auf. Und der dunkle Herrscher, nein. Stirländer sind halt stur. Aber der dunkle Herrscher will dich nur aus der Fassung bringen. Wir sehen das hier. Alles befreit, alles wunderbar. Kein Grund zur Sorge an dieser Stelle hier. Kein Grund zur Sorge, alles perfekt. Also ich glaube, wir brauchen das hier nicht spielen, oder? In Flensburg? Gäbe es denn hier irgendwo noch eine Schlacht? Ja, gegen die Rebellen vielleicht. Vielleicht greifen die uns gleich an. Müssen wir mal schauen.
Niff sagt, wir wollen das frisch verrinnende Blut auf den Wiesen vor den Toren unserer Städte sehen. Auf in die Schlacht! Und Niff sagt, es muss eine Schlacht geben. Ja, okay, dann. Wenn es eine Schlacht geben muss, dann... dann werden wir hier diese Schlacht spielen. Wir werden natürlich mehr Verluste einstecken, als notwendig ist. Das ist natürlich immer so bei solchen Schlachten, vor allem bei so vielen Fernkämpfern. Aber vielleicht trifft uns auch so dann der Fluch. Der Fluch des dunklen Herrschers. Und Astynos sagt was ganz Ungeheures. Ich glaube der imperialen Propaganda irgendwie nicht so richtig. Astynos, hast du die Luftbrücke vergessen? Als wir mit greifenden Reitern Kuchen herabgeworfen haben? Niff sagt, nimm das sofort zurück. Ich schließe mich dieser Einschätzung von Niff an. Also das ist ja wirklich das Allerletzte. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Also sowas. Die Halblinge haben wirklich keinen Anstand und auch noch nicht mal im Ansatz irgendwas von Respekt gehört. Astynos sagt, wir brauchen keinen Kuchen, sondern Soldaten. Hat es deine Leute jemals gestört? Nein. Sie waren glücklich darüber. Sie haben Freudenstänze aufgeführt. So, eigentlich müssen wir nur alle Punkte einnehmen. Hier kommt die Verstärkung. Die wird sich auf diesen Punkt hier stürzen. Und wir werden dann von hier kommen, diesen Punkt hier einnehmen. Dann hier eine kleine, ein paar Abgesandte hinschicken. Hier auf diesen Punkt hinvorstoßen. Und dieser Punkt bekommt jeder. Jener, der schnell genug ist, wahrscheinlich irgendwie die Kavallerie oder so. Und dann haben wir hier Flensburg eingenommen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet, wie Flensburg aussieht, aber jetzt sehen wir das. Ein Ort, wo tatsächlich viel Magie, der Magie gefrönt wird, so wie es hier aussieht. Und hier natürlich auch unseren Helden gefrönt wird. Sehr, sehr gut. Also, wir gehen hier rein in diese Schlacht. Die Bihan-Kämpfer kommen natürlich nach vorne. Und wir gehen hier rein. Und hier sind zweimal Bihan-Kämpfer. Hier sind zweimal Bihan-Kämpfer. Und dann haben wir noch einmal welche in der Mitte, falls hier irgendwas passiert und die rausstürmen sollten. Falls die so durchgedreht sein sollten, man weiß es nie. Musketenschützen dahinter. Die Reiter nochmal dahinter, damit die ein bisschen aufpassen können, falls irgendwas ist. Denn die Artillerie kommt ja auch hier hin. Und wir sehen dann die Mörser nochmal in ihrer besten Art und Weise, in ihrem Element. Wir wissen ja, wie stark diese Mörser sind. Unsere Helden kommen entsprechend hier hin und dann können wir euch gruppieren. Ja, lohnt sich das, ist die Frage. Wir gruppieren euch trotzdem mal. Die Fernkämpfer sind Steuergruppe 2. Die Demigreifenritter sind Steuergruppe 3. Die Artillerie ist Steuergruppe 5. Und die Helden sind mal Steuergruppe 4, auch wenn wir sie wahrscheinlich selten gemeinsam steuern. Und ich würde sagen, auf geht's in die Schlacht. Und wir gehen schon mal weiter nach vorne mit unseren Leuten. Auch mit den Fernkämpfern, denn wir schießen hier gerade so ein bisschen hoch. Da haben wir gar keine Sicht. Das ist schlecht. Wir brauchen so ein bisschen Hügelvorteil. Und das hätten wir hier ungefähr. Und die Feinde werden jetzt schon beschossen. Das heißt, er könnte eventuell ausfallen. Müssen wir uns mal anschauen, ob er sich wirklich dafür entscheidet. Hier kommen die Fernkämpfer hin. Hier schön an die Seite. Und die Artillerie, die darf schießen, wie sie will. Und Karl Franz wird sich mal hier nicht zwischen die Artilleriefeuer stellen. Der bleibt mal an der Seite. Beziehungsweise kann hier mal drumherum fliegen. Hier an diese Seite. Und die Schützen müssen weiter nach vorne tatsächlich. Weil wir hier kaputt geschossen werden. Aber das kann auch für uns einfach bedeuten, dass wir hier raufstürmen sollen. Dann machen wir das auch, bevor hier die Barrikaden gebaut werden. Und gleich kommt ja auch die Unterstützungsarmee. Und die wird sich dann auch in Position bringen. Die Reiter, die könnten sich einfach mal hier reinstellen von der Seite, weil hier tatsächlich nur Bogenschützen sind.
Müssen zwar ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zerschossen werden, aber das könnte passieren. Ihr könnt auch mal rennen, das wäre ganz toll. Aber hier sind richtig gute Geschosse eingeschlagen, das war richtig stark. Und unsere Bihan-Kämpfer wollen nicht so richtig, wie wir wollen. Es liegt daran, dass jetzt hier die Barrikaden gebaut wurden und die Wegfindung dadurch gestört wurde. Das war ein bisschen schade gerade, aber es ist okay. Und wir sehen hier tatsächlich, dass die befreundeten Armeen hier entsprechend auch ankommen. Und wir schauen mal rüber zu Niffern, Marvingen und Rumpel. Und ihr werdet einfach mal als eine Armee hier raufstürzen. Ja, vielleicht nicht so, aber einfach mal so hier raufstürzen. Dann sollte das funktionieren. Nahkampfeinheiten vorn. Und dann passt das hier auch. Irgendwie so. Machen wir mal so. Dann passt das. Auf in die Schlacht. Und wir lassen das Ganze weiterlaufen. Hier die Demigreifenritter kommen hier jetzt an und können jetzt sich hier raufstürzen. Wir müssen, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zerschossen werden, aber das sollte eigentlich funktionieren. Die Musketenschützen können jetzt auch weiter nach vorne. Wir müssen sich ein bisschen schmaler aufstellen, das lohnt sich nicht so richtig hundertprozentig, aber das ist schon okay. Und Karl Franz kann sich auch mal hier hinten reinstürzen, das sind nur Bauernbogenschützen, da kann er mal für ein bisschen Verwirrung sorgen. Du gehst mal nach vorne, du gehst mal nach vorne und dann sehen wir gleich mal den brennenden Schädel in Aktion. Und hier, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zerschossen werden. Aber das wird schon alles funktionieren. Hier gehen wir weiter rein. Hier kommen Speerträger, müssen wir ein bisschen aufpassen. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Kavallerie, die sich hier schon mal um diesen Punkt kümmern können. Sehr, sehr gut. Und hier die Helden kommen auch schon mal nach vorne. Das passt an der Stelle. Die Demigreifenritter sehen ganz gut aus. Die kommen hier ganz gut voran. Jetzt ist auch hier der feindliche Kommandant. Ja, das wollen wir vielleicht nicht hundertprozentig, deswegen ziehen wir sie nochmal zurück. Und kommen jetzt nochmal hier hin. Und hier alle bitte nach vorne. Ihr dürft gerne gehen, ihr braucht nicht schüchtern sein. Rauf da, sage ich nur. Rauf da, rauf da, rauf da. Wer wird hier angegriffen? Karl Franz. Okay, alles gut. Du buffst dich nochmal ein bisschen. Geh mal ein bisschen auf die Bogenschützen rauf. Einfach distracten, das ist alles, was wir brauchen. Und diese Einheiten gehen jetzt hier schön von der Seite rauf. Sehr, sehr gut. Die Musketenschützen können sich dann hier entsprechend aufstellen und mal gegen die Wand schießen. Also hier raufschießen auf die Armbrustschützen, das ist okay. Hier dieser Punkt wurde eingenommen. Die Infanterie kommt noch, aber ihr könnt schon mal weiterrennen, diesen Punkt einnehmen. Und dann sollte das Ganze gleich bereits fertig sein. Hier gibt es tatsächlich noch den Zusammenstoß zwischen dem legendären Lord und unseren Rittern. Deswegen werden die anderen Ritter auch nochmal unterstützen an der Stelle. Die Artillerie schießt munter weiter und jetzt schauen wir uns mal den Feuerschädel an, den Flammschädel. Ist zwar gerade nicht die beste Situation, um den zu präsentieren. Ja, doch hier vielleicht. Und den schauen wir uns. Ja, er ist nicht nah genug dran. Okay. Geh mal ein bisschen weiter nach vorne. Hier wird alles kaputt geschossen. Wir sehen, dass alles explodiert hier an dieser Stelle. Gegner haben gar keine Chance. Das werden jetzt hier die Schwertkämpfer auch nochmal abbekommen. Da brauchen wir noch nicht mal jemanden zum Schutz davor schicken. Gehen lieber hier weiter rein. Und der Feuermagier kommt hinterher. Und können wir jetzt hier den flammenden Schädel reinschicken. Das wäre hier sogar gar nicht mal so verschwendet, wenn wir das so reinschicken, auch wenn man das lieber entlang der Schlachtreihe hätte. Und hier ist er. Der flammende Schädel. Hier ist er. Hier sehen wir ihn. In Aktion. Und er geht einmal komplett durch. Nicht ganz so, ja, nicht ganz so messbar, wie es möglich ist, aber nimmt hier sehr, sehr viel mit. Nimmt hier sehr, sehr viel mit. Sehr schön. Karl Franz, wo bist du eigentlich? Hier hinten. Alles klar. Du kannst hier mal in diesen Pulk reingehen und ihr geht auch in diesen Pulk rein. Bis auf ihr. Ihr holt euch mal diesen Punkt hier an dieser Stelle. Sehr schön. Also, die Fernkämpfer machen das hier richtig gut. Und die kommen jetzt mal hier hin und werden von hier alles zerschießen. Und da kommen auch erstmal die Demigreifenritter rein. Solange die Fernkämpfer hier noch nicht sind, werden wir auch nicht entsprechend
zerschossen, weil hier ist der Friendly Fire natürlich besonders hart. Und hier haben wir eine riesige Armee, die noch nicht kämpfen durfte und es dürstet ihr nach einem Kampf. Und die hier werden jetzt richtig, richtig zu leiden haben. Es tut mir ein bisschen leid für die, aber sie haben sich dafür entschieden. Sie haben sich für diese Zukunft entschieden. Herr Franz macht heute wieder einen richtig guten Job. Demigreifenritter, zieht euch zurück. Auch weil die Artillerie hier gerade angeschossen kommt. Zieht euch zurück. Und die werden jetzt hier richtig schön zerschossen. Die werden noch nicht mal mehr zum Angriff blasen können. Es wird jetzt richtig schön aussehen. Schaut euch das jetzt mal an, was hier passieren wird. Das wird jetzt richtig episch sein. Das wird jetzt richtig episch sein. Kommt ruhig, kommt ruhig. Ihr dürft ruhig schießen, ihr braucht nicht in den Nahkampf gehen. Einmal schießen. Ja, okay, das hat nicht funktioniert. Rückzug! Die Demigreifen müssen doch einfallen, auch wenn es nicht ideal ist hier natürlich gegen diese Speerträger, aber das passt schon. Sind sowieso schon am Wanken. Aber die sollten dann gleich nicht schießen. Geht mal hier hin, wir werden hier weiter vorrücken. Karl Franz kämpft hier. Du darfst gerne hier vorrücken und ihr kämpft mal gegen diese Schwertkämpfer, die hier fliehen. Das ist okay. Und ihr rückt auch weiter vor und das ist schon sehr, sehr bedrohlich, was wir hier aufs Schlachtfeld bringen. Und der Feind hat einfach gar keine Chance. Und es tut mir noch nicht mal im Ansatz leid, dass es so ist. Dieser Hauptmann namens Lord Protector Kyler ist hier natürlich auch am Start. Und das sieht alles ganz gut aus. Wir müssen nur ein bisschen auf unsere Musketenschützen aufpassen, damit die unsere eigenen Leute nicht in den Rücken schießen. Deswegen positionieren sie sich mal hier, falls diese Bogenschützen der Meinung sind, sie sollten hier diesen Punkt einnehmen. Aber nein, das ist bereits der Sieg und wir sehen das. Wir haben so viele Massen an Einheiten. Der Feind tränkt Flensburg in Blut. Und da hinten erhebt sich niemand Geringeres als Karl Franz. Ja, Karl Franz höchstpersönlich. Gefecht beenden. Und Gefecht beenden. Sehr schön. Niff sagt, das sieht sehr cool aus. Brennt ihr Narren. Und der dunkle Herrscher versucht weiterhin Astinos auf seine dunkle Seite zu bringen. Das gefällt mir so gar nicht. Niff von Marvingen sagt, ob freiwillig oder mit Nachdruck, am Ende brennen sie doch alle für des Imperiums Pläne. Oh ja, oh ja. Ich sehe es gerade mit Schrecken, wie rücksichtslos vorgegangen wird. Das ist nicht rücksichtslos, wir haben Flensburg befreit. Wir haben sie befreit vor den Besetzern des Alberich Haupt Andersen. Alles verläuft nach dem Plänen des großen Wandlers der Wege, sagt der dunkle Herrscher. Niff von Marvingen sagt, das Timing der Artillerie war ja mal genial. Das, ich weiß genau, welche Szene du meintest. Das war, als die Musketenschützen bedroht waren und dann die Ritter rein mussten. Das war wirklich ideal. Fast wie geplant. Das war wirklich toll. Zinschpläne sind mannigfaltig. Genauso wie seine Persönlichkeiten. Astinos sagt, Flensburg unwichtig. Wir sind wichtiger. Dann hör doch auf die Propaganda des Imperiums. Wir werden nur diejenigen befreien, die zu uns halten. Das ist das Wichtigste an dieser Stelle. Wir werden Flensburg natürlich besetzen. Oder wie ich es nenne, befreien. Und Karl Franz ist hier jetzt drin und er ist glücklich und alles ist so, wie es laufen soll. Rumpel, du kannst jetzt einmal in die Lagerstellung gehen und schon mal Richtung Kemperbad vormarschieren. Denn wir wollen hier an dieser Stelle diese Rebellion natürlich noch zurückschlagen. Ob wir es jetzt heute noch machen, kommt so ein bisschen drauf an, ob jetzt was passiert nach der Runde. Und du bekommst, ja, ich würde sagen, weniger Verschleiß fände ich nicht schlecht. Weniger Verschleiß. Du wirst weiterhin deine Armee buffen. Du bist selbstlos. Du steckst die Punkte nicht in dich selber, sondern in die Armee. Das finde ich richtig, richtig gut von dir.
Karl Franz hat hier unten eigentlich alle wichtigen Sachen geskillt. Rekrutierungskosten ist natürlich nice to have, aber nicht so wichtig. Man könnte ihn jetzt selber weiter noch skillen, aber wir könnten auch sagen, wir gehen hier mal in die Armeefähigkeiten. Das wäre entweder hier die Möglichkeit oder auch hier die Möglichkeit. Die erste Stufe nicht so spannend, aber es wird hier immer und immer spannender. Und hier hätten wir sogar minus 10% für alle Einheiten an Unterhalt. Also wir sollten vielleicht hier in diese Armeefähigkeit nochmal reingehen. Deswegen gehen wir einmal auf die Bestien des Imperiums und auf majestätischer Vollstrecker nochmal minus 10%. Das wird sich hier sehr gut in der Staatskasse zeigen. Lichtus der Funzlige wird weiter in den brennenden Schädel investieren. Und Lord Protector Kyler, der wird weiter in die Nahkampfabwehr investieren, damit er hier zumindest ein bisschen was vorweisen kann. Immerhin ein wenig. Das ist schon mal was. Das ist ja schon mal was. Okay. Dann sind wir hier soweit sortiert. Flensburg ist eingenommen. Was ist hier für ein Gebäude drin? Die Nachtwache bringt am Anfang jetzt erstmal Kontrolle. Würde ich deshalb drin lassen. Und hier ist ein Tuchmacher drin. Das ist toll. Das ist gut, dass das hier ist. Das finde ich gut. Und der dunkle Herrscher sagt, hast du gehört? Er sagte besetzen. Ich sagte befreien. Niff sagt, es ist bedauerlich, wie sehr du versuchst, Zwietracht zu sehen. Absolut. Wir brauchen doch alle Kurfürsten unter einem Banner. Und dann ist auch irgendwann das Mondland wieder sicher. Wenn wir unter einem Banner zusammen marschieren. Halbling neben Mensch, neben Feuermagier, vielleicht sogar neben Balthasar, dann könnte das alles funktionieren. Wir gehen nochmal eine Runde weiter, schauen uns nochmal hier hinten Grung Zint an. Es geht eigentlich, minus 4, aber wir haben auch kein Einkommen eingesammelt. Ja, ist schon eine ganze Menge Geld, auf was wir verzichten würden an der Stelle. Wir nehmen nochmal das Geld mit für eine Runde. Ich bin gierig. Manchmal ist man zu gierig. Der dunkle Herrscher, es ist bedauerlich, dass du ein treuer Hund des Imperiums bist, das die Fakten ignoriert. Hier werden keine Fakten ignoriert, hier wird Liebe gepredigt. Liebe im Namen von Sigma. Astinos sagt, niemand hat die Absicht, Zwietracht zu sehen. Wirklich niemand. Der dunkle Herrscher, ja, niemand war es. Niff sagt, wie könnte ich jemals unserem Imperator in den Rücken fallen? Niff, du bist ein treuer Gefährte. Du wirst auch noch zur Unsterblichkeit aufsteigen, wenn du hier so treu bleibst. Wir werden nicht gegen Orion in den Krieg ziehen für 600 Gold. Das kann er sich schenken. Und der dunkle Herrscher sagt, sicher. Nennst du Niederbrennen mit Feuermagie und Artillerie sicher nur Befreiung? Ich nenne es Befreiung deshalb, weil es nur wenige gibt, die so treu, die so loyal eine so mächtige Stadt wie Flensburg zur Blüte ihres Daseins bringen kann. Kein anderer kann das, nur das Imperium. Und noch viel weniger hier die ekelhaften Stirländer, die sich gegen uns erhoben haben. Und das finde ich einfach nur widerlich. Und es ist nichts passiert. Ich würde sagen, das war dann unsere tolle letzte Schlacht für heute. Morgen geht es ja auch schon weiter. Denn morgen werden wir mit Belakor weiterspielen, 20 Uhr. Es wird super cool. Update 2.1, ich hoffe, es funktioniert alles. Dass das Update früh kommt, dass dann hier keine Spielstände korrumpiert sind und so weiter und so fort. Aber wir werden definitiv eine neue Kampagne starten. Die hier bleibt gespeichert. Das heißt, wir können jederzeit hierhin zurück. Ich werde dann, glaube ich, einfach mal eine Abstimmung machen oder so. Vielleicht können wir dann auch irgendwann mal eine Abstimmung machen. Sollte klappen. Wenn wir jetzt hier wirklich ein paar Tage durchziehen, sollte das funktionieren. Dann sollten wir soweit sein. Und dann würde ich euch einfach mal fragen am Anfang eines Streams. Was wollt ihr sehen? Wollt ihr Belakor sehen? Wollt ihr Karl Franz sehen? Sollen wir eine neue Kampagne starten? Dann entscheidet ihr auch da noch ein bisschen weiter mit. Das wird cool.
Niff sagt, unsere Soldaten sind Experten in ihrem Können. Kein Zivilist musste leiden. Absolut, kein Zivilist musste leiden. Ich habe wirklich keinen einzigen Zivilisten gesehen. Sie wurden ja auch alle bewaffnet und sind dann qua Definition kein Zivilist mehr. Es werden nur Feinde beschossen, sagt Niff. Absolut richtig. Der dunkle Herrscher sagt das den zerstörten Häusern, den trauernden Familien. Niff sagt, oh ja, klingt nach einer coolen Idee. Es brannte nicht ein Haus. Fun Fact. Kanntet ihr, ich weiß nicht, ob es bei Rome auch so war, aber es war auf jeden Fall bei Attila so, wenn man die Häuser in Brand gesteckt hat in den Städten, sind tatsächlich brennende Frauen teilweise rausgerannt und auch zum Teil gestorben. Ich weiß nicht, ob auch Männer dabei waren, aber Frauen auf jeden Fall, das weiß ich noch. Weil man bei Attila natürlich wenig Frauen irgendwie untergebracht hatte. Hier in Warhammer ist es ja anders. Hier haben wir auch viele Fraktionen, die hauptsächlich weibliche Kriegerinnen haben. Aber bei Attila historischer Teil natürlich entsprechend weniger. Einfach mal so als Fun Fact. So für den lockeren Abgang. Brände, Häuser, brände Zivilisten. Ist doch eine schöne Sache. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass wir hier Reikland wirklich great again gemacht haben. Wir schauen uns das nochmal an, der diplomatische Status. Alles, was grün ist, alles, was das Licht berührt, ist unser. Hier hinten sehen wir irgendwie so einen Elefantenfriedhof in Rot. Nicht wirklich groß, also keine große Bedrohung. Aber umso größer dann hier die blauen Flächen unserer militärischen Verbündeten. Hier Kislev, wir haben hier ganz klein Ungrim. Wir haben hier Thorgrim Grollbart, wir haben hier schön verteilt Beliger Eisenhammer und das sieht eigentlich ganz nett aus. Also es könnte nach 106 Runden deutlich schlechter sein und wir haben auch das Glück, dass hier die Endgame-Szenarien hier unten stattfinden. Also der große Mist geht hier unten vonstatten und wird sich dann natürlich auch in den Norden ausbreiten. Aber wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen Luft, können uns weiter ausbauen, wir haben hier wirklich gutes Geld gesammelt, können sowohl die Armee von Karl Franz als auch von Rumpel gut ausstaffieren, können uns dann ausbreiten, können gegen Vlad vorgehen, wir könnten gegen Festus vorgehen, das sieht wirklich alles richtig, richtig gut aus. Ich bin unfassbar happy.